Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, das Spiel immer Kicker zu nennen, weil es ja in meinem Leben einen ganz anderen Namen hat, weil das sozusagen die wahre Geschichte oder da, wo das Spiel herkommt, das ja sozusagen mir lange Zeit gar nicht so zu 100% klar war. Aber wie bist du denn dazu überhaupt gekommen, Kicker zu programmieren? Was war denn da der ausschlaggebende Punkt? Ja, dann kann ich natürlich ganz hinten anfangen. Du hast ja ein bisschen Zeit mitgebracht. Absolut, so viel wie du willst. Das ist tatsächlich, also die Basis war tatsächlich, als ich meinen ersten Rechner hatte. Ich habe relativ früh, Anfang der 80er Jahre, einen Computer zu Weihnachten geschenkt bekommen. ZX81 war das damals. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Alter du bist, vielleicht ein bisschen jünger als ich. Ist Baujahr 76. Genau, okay. Ich bin 72 und ich war damals, also so ganz genau kriege ich es nicht hin, aber ich denke, ich werde da 12 oder 11 gewesen sein. Und da habe ich diesen CX81 bekommen von Sinclair. Das da war damals, glaube ich, so der erste Rechner, der wirklich so in der Breite irgendwie Popularität irgendwie hatte. Und da gab es eigentlich auch noch keine Spiele drauf, sondern im Grunde war das so ein Lernsystem. Man sollte da eigentlich programmieren lernen. So haben die den auch damals angepreist und verkauft. Und ja, da habe ich schon meine ersten Gehversuche drauf gemacht. Und ich hatte den damals von meinem Bruder, der ist 3, 4 Jahre älter als ich, der hatte den ja vorher schon. Der ist dann auch umgestiegen auf den ZX Spectrum. Und während ich da so ein bisschen rumprogrammiert hatte, hatte er dann den ZX Spectrum und fing dann an, darauf Spiele zu spielen, beziehungsweise wir gemeinsam Spiele zu spielen. Und so die erste Erinnerung, die ich habe wirklich an Spielen, war, dass wir da gemeinsam mit, also ich zusammen, mein Bruder, mein Stiefvater und ich, dass wir zusammen an diesem ZX Spectrum den Football Manager gespielt haben. Der Diesen, Fu diesen, die, diese britische Variante, den. Genau, der Ah, okay. Urvater aller Fußball-Manager-Simulationen. Den haben wir wirklich sehr, sehr intensiv gespielt. Und der war ja nicht grafisch, das war alles textuell mit Tabellen und englische Liga. Ich glaube, es gab auch, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ob es auch nur eine Liga gab oder ob man auch aufsteigen konnte. Auf jeden Fall haben wir das zum Erbrechen gespielt. Und dann wieder ein bisschen später, dann war ich auch den CX81 leid. Dann hatte ich einen Atari XL, Atari 600 XL. Das war damals so die parallele Kiste zum C64. Also alle hatten C64, ich hatte einen Atari XL. Ich hatte auch ein C64. Ja, das ist so gewesen. Ne? Das war eigentlich, die C64 hatten eigentlich die meisten. Und ich weiß nicht, wir hatten halt immer Rechner, die irgendwie die anderen nicht hatten. Ich weiß auch nicht, warum sich das so geäußert hat. Das hat sich auch irgendwie so wie ein Faden durchgezogen. Also ich fotografiere zum Beispiel heute sehr gerne und ich fotografiere mit Pentax. Das macht auch kein Mensch. Ist das so? Ja gut, Canon und so kenne ich, ne? Aber Genau, Canon, Nikon, Sony, Fuji, das sind so die Marken, die man heute so kennt. Und Pentax ist halt eine Marke, die war mal früher in den 70ern sehr populär, aber die haben so ein bisschen das digitale Zeitalter verschlafen. Aber die gibt es immer noch, das ist halt das Schöne. Und so ging das damals auch mit den Rechnern so bei mir, ne? Also ich hatte dann einen Atari XL und da hatte ich dann, der hatte 16 Kilobyte und Basic und Programmieren hat mir immer Spaß gemacht, neben Spielen. Und da hatte ich zum ersten Mal die Idee, diesen Football Manager auf dem Atari XL zu portieren. Also, was heißt portieren? So einen Klon da zu erstellen, der natürlich dann irgendwie deutsche Mannschaften haben sollte. Und ja, habe da ein bisschen herumprogrammiert, bin aber nie fertig geworden. Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, bin ich an dieser 16-Kilobyte-Grenze gescheitert, dass ich das nicht so machen konnte, wie ich das Höchstwahrscheinlich, gerne ja. wollte. Ja, wobei der CX Spectrum hat es ja hingekriegt. Ich glaube, wir hatten auch, das weiß ich auch nicht mehr, der hatte später 48K, der Spectrum, aber naja, egal. Ich habe es also nicht ganz hinbekommen, aber was ich schon gemacht hatte, war, ich hatte den Algorithmus geschrieben, um also Spielergebnisse auszuwürfeln. Und zwar auswürfeln, nicht nur, dass ich irgendwie gesagt habe, Mannschaft A
Würfel von 0 bis 10, Mannschaft B, 0 bis 10, sondern da war schon ein bisschen Datenmodell dahinter. Ne? Also die Mannschaften hatten dann irgendwie schon Stärken. Ich hatte auch schon Aufstellungen, so hatte ich auch schon alles gemacht in der Excel-Version. Ich finde das, ich find das, find das völlig verrückt. Ich habe gestern sozusagen auch eine Vorbereitung von Stay Forever, die haben dazu Anstoß auch einen Podcast gemacht kürzlich. Genau. Und da hat ja der Programmierer, der Köhler, hat ja erzählt, dass er, bevor er überhaupt das programmiert hat, auf Papier quasi sich so virtuell so eine Liga durchgespielt hat im Prinzip. Und ich habe das genauso gemacht. Ich war total, ich dachte, das kann aber gar nicht wahr sein, dass es noch mehr Verrückte gab. Aber du hast ja dann auch so einen ähnlichen Ansatz gehabt, scheinbar. Genau, also ich glaube, da gab es viele zu der Zeit. Und der Gerald Köhler mit Anstoß, beziehungsweise den Podcast, den du eben genannt hast von Stay Forever, das war tatsächlich gerade der Stein, der alles gerade in den letzten 2 Wochen so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, dass ich mich überhaupt mal wieder erinnert habe und was gemacht habe. Weil es war tatsächlich so, dass ich vor einigen Wochen diesen Podcast gehört hatte zu Anstoß und dachte mir, es gibt's doch nicht. Dann haben die halt berichtet über Gerald Köhler, der hat auch seine ersten Gehversuche gemacht auf dem Atari ST, hat das in GFA Basic geschrieben, hat das auch Kicker genannt, Da ja. habe Und ich so gelacht an der ne, Stelle. genau. Und das dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und dann deswegen hatte ich auch bei Stay Forever bei denen ja auch einen Kommentar hinterlassen. Und so kam das überhaupt, dass die dann mich auch kontaktiert haben. Und letztes Wochenende hatte ich dann das Interview mit denen tatsächlich. Und da hatte ich überhaupt mal wieder Lust zu gucken. Und so bin ich ja auch auf deinen Blog-Eintrag überhaupt nochmal gestoßen. Ah, okay. Also auch Stay Und Forever ist schuld sozusagen. so ein bisschen, dass das jetzt passiert ist, ja. Also ich glaube, dein Eintrag bei Videospielgeschichten, den gibt es ja, glaube ich, schon seit einem Jahr oder so, ne? Ziemlich genau im Jahr, genau. Und es kann sein, dass ich ihn auch schon mal vor einem Jahr gelesen hatte, aber da bin ich nicht so richtig angefixt gewesen. Es ist so, dass ich springe jetzt ein bisschen, ne? Aber Ja, kein wäre Problem. okay, ne? Wir können hin und Genau. her gehen, ja. Genau. Es ist so, dass ich tatsächlich mich nach dieser Geschichte, die ja wirklich 30 Jahre her ist, wirklich nur noch eigentlich gar nicht mehr darum gekümmert habe. Aber mein Bruder, der wird öfters heute noch vorkommen in der Geschichte, der Frank, der hat mich immer wieder angesprochen. Der guckt immer mal wieder. Und immer wieder, wenn er was gefunden hat, dann schickt er mal wieder mir eine Mail oder eine WhatsApp oder jetzt Signal und sagt, guck mal, hier hat mal wieder einer was geschrieben oder hier ist mal wieder was passiert oder so. Und da hatte der mir, glaube ich, auch schon mal deinen Artikel vor einem Jahr irgendwie zugeschickt. Ah, okay. Und Ja, aber ich hatte damals wie gesagt, er ist sozusagen dein ja, so ein bisschen, Pressereferent. der hat mich immer so ein bisschen angefixt und angestachelt, auch früher da an der Stelle. Und der hat auch einiges damit zu tun, dass das Spiel, glaube ich, heute so geworden ist, wie es geworden ist. Also er und mein Stiefvater, der Bernd. Aber die Hintergründe mit den beiden, das kann ich gleich noch ein bisschen schildern, wenn ich mal richtig zur Kicker-Entwicklung komme. Ja, Moment, warum sind wir abgebogen? Wir waren beim XL, wir waren beim Genau. Football-Manager, den wir immer gespielt haben. Und genau, da ist der Algorithmus entwickelt worden, genau, so war es. Und ja, da war ich halt an der Grenze und dann habe ich halt auf dem Atari XL nicht mehr weiterverfolgt. Ja, und dann hatte ich irgendwie Konfirmation. Ich glaube, das hat man so mit 14, 15. Und da bin ich ein bisschen zu Geld gekommen. Meine Paten waren aus der Schweiz, meine Pateneltern. Und Ja, bei mir war es die Kommunion. Ich erinnere mich auch ja, noch an den warmen Geldsegen. genau. Und die Schweizer waren da sehr spendabel damals, muss ich sagen. Und von dem Geld habe ich mir dann Atari ST gekauft. Und das war ja, also in dem Alter war das ja für Ja, mich ganz hervorragend. War wie ein ganz Mercedes. tolles. Ja. Also. Genau, war eine ganz tolle Geschichte, aber auch wieder ein Atari ST und kein Amiga. Ne? Das war ja dann wieder die Konkurrenz, obwohl der Amiga, glaube ich, ein bisschen später rauskam als der ST. Ja, ST Aber war ich schon bleibe früher, dann. ich glaube der 520er, dann kam der Amiga und dann der 1040er oder so. Genau, das kann auch, ja. Also wieso im Dreh? Ja. Aber ich bin auch Atari ganz gern treu geblieben. Ich bin dann bei den Marken nicht ein bisschen treu gewesen. Also Pentax hatte ich auch als Jugendlicher eine Analoge, deswegen bin ich dann eben genau für den gekommen. Ja. Ja, okay, dann hatte ich halt diesen Atari ST. Dann habe ich überlegt, was mache ich mit denen? Ich habe dann schon auch immer mal wieder Computer gespielt, klar, also Computerspiele gemacht, aber das Programmieren hat mich halt nie so richtig losgelassen. Und dann habe ich mir auf dem Atari ST, habe ich mir dieses GFA Basic beigebracht. Das war damals eigentlich so im deutschsprachigen Raum zumindest die Sprache für Leute wie mich, die
die es nicht gelernt hatten, ne? Also die keine Ausbildung in dem Bereich hatten, was ja in den 80ern oder 90er, nee, 80er, wir sind ja noch in den 80ern ja sowieso schwer war. Aber da konnte man sich ganz gut selber beibringen. Gab es Bücher, gab ja kein Internet, andere Quellen gab es ja irgendwie nicht. Also es gab im Grunde nur Bücher und Fachzeitschriften. Databäcker-Bücher dann oder so, Ja, oder? tatsächlich. Ich hatte tatsächlich auch ein Data-Becker-Buch zu GFA Basic. Das weiß ich deswegen, weil ich jetzt nochmal in der Recherche auch nochmal nach Quellen gesucht habe und auch dieses GFA Basic-Buch gefunden habe und dann dieses Titelbild wiedererkannt hatte von Data-Becker. Oh, du Ja. hattest vorher auf dem ZX, da hattest du dann auch in irgendeiner Basic-Variante programmiert und wo kam das daher? Weil früher hast du ja dann quasi, also zumindest war das bei meinem C64 so, ich habe halt dieses Commodore-Handbuch bekommen, da war dann halt so ein, ja, sagen wir mal, ein Basic-Kurs drin, wo sie dann dir gezeigt haben, wie du den Sprite programmierst und dann so einen Ballon über den Bildschirm fliegen lassen kannst oder so. Und das war's dann. Ja, also keine Grundlagen, kein Nichts, kein, wie kann man das clever machen oder schneller oder so. Wo kam das bei dir her? Also das Programmieren habe ich aber in CX81 gelernt. CX81, der hat auch selber ein Basic im EEPROM direkt mitgebracht. Und gelernt habe ich es auch durch Bücher. Und es gab beim CX81, da gab es ja keine Spiele irgendwo her, sondern die gab es eigentlich immer, es gab Bücher mit Spielen, die man abtippen konnte. Oder es gab auch, mein Bruder hat so Zeitschriften aus England importiert, wo dann Spiele waren zum Abtippen. Und ich meine, der Befehlssatz ist ja sehr überschaubar und dann lernt man das wirklich durch genaues Hingucken und Kopieren. Ne? Okay. Dann kann man das wirklich lernen. Und so habe ich zumindest das grundlegende, strukturierte Programmieren mit Basic mit C86 gelernt. Auf den Spektrum selber hatte ich ja nicht, weil du eben gesagt hast, CX Spektrum. Ach Da so, habe ich nee, gar nicht programmiert, genau. aber Atari XL. Ne? Und meinem Atari XL war es genauso. Ich habe mir dann, der hatte auch direkt ein Basic mit eingebaut. Damals hieß es auch immer, dass das besser gewesen, also ne, das war ja so, also es gab ja schon immer diese Grabenkämpfe, ne? C64, Atari XL und oder Atari. Das Basic im Atari war wirklich gar nicht so schlecht. Also es war ein bisschen umfangreicher als das, was der C64 oder vorher der VC20 geboten hatte. Und ich habe mir dann Bücher gekauft. Ne? Also aus Büchern und aus Zeitschriften und genaues Hingucken habe ich es dann im Grunde gelernt, autodidaktisch. Ist ja für den Jugendlichen schon erstmal ein Sprung. Also muss man ja erstmal die Energie aufbringen und den Ehrgeiz, das zu machen, wenn da keine Anleitung durch jetzt einen Informatikunterricht oder irgendetwas Begleitendes ist oder so. Ne? Ja. Das muss der wirklich schon sehr Bock drauf gehabt haben, weil ich bin wie 99,999% aller anderen, die einen Raumcomputer hatten, halt genau an der Schwelle quasi abgeschellt, ne? Dass ich dann nur so gelesen habe, ja, eigentlich kriegst du es nur cool hin, wenn du Assembler kannst. Dann habe ich dann auch irgendwie so ein Buch mal geschenkt bekommen. Ich habe kein Wort verstanden, und habe es dann halt irgendwann wieder so beiseite geschoben und dann doch wieder Ford Apocalypse gespielt oder so. Ja. Jetzt bringst du auch eine Erinnerung an mich, bei mir hervor. Ford Apokalypse, mein Gott, da habe ich aber auch Das war seit viele toll. Jahre lange nicht mehr dran gedacht. War das so ein Hubschrauber-Ding oder Genau, was das war war dieses Hubschrauber-Ding, wo du, glaube ich, immer so Leute retten musstest und die dann so Ja, ja, rausgeflogen ja, hast ja, ja, zu ja. seiner Basis. Irgendwie war gar nicht so einfach, das Spiel, aber Ja, ein schönes Spiel. da habe ich auch schon lange nicht mehr nach. Also da hätte ich wahrscheinlich mein Leben nicht mehr dran gedacht, wenn du es jetzt nicht genannt hättest. Ja, ich hatte immer jetzt wieder meinen Bruder. Der hat auch programmiert und das hat einfach Spaß gemacht und Bock gemacht. Und ich habe auch Computer gespielt, aber ich fand das Programmieren halt auch immer sehr befriedigend. Ja, Und ich habe allerdings auch den Spielen dann so ein bisschen nachgeeifert. Ne? Ich fand das immer so toll, die Spiele früher, die hatten ja immer so tolle Vorspäne. Oder es wurden teilweise so spezielle Vorspäne noch davor gedichtet von Leuten, die die Programme dann distributiert haben. ja. Und das fand ich auch immer Käuflich mag, beeindruckend. meinst du? Ja. Ja, genau. Naja, früher halt, ne? Ja, klar, logisch, hatten wir alle. Und Ja. dann habe ich auch versucht, solche Sachen einfach nachzuschreiben, also versucht, sowas nachzubilden. Völlig sinnlos. Das war ja nur für mich, ne? Da hat ja kein anderer was davon gehabt. Und Assembler habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen probiert. Aber das war auch nichts für mich. Also ich bin da ähnlich gescheitert wie du. Ne? Es war halt auf dem Atari XL, wie gesagt, war das Basic gar nicht so schlecht. Und auf dem Atari ST sowieso. Beim Atari ST hattest du dann eben dieses GFA Basic, das hatte einen Compiler mit dabei. Das heißt, anders als beim CX Spectrum, beim CX81, das war eine rein interpretierte Sprache. Ne? Du hast also programmiert und der Interpreter hat es dann halt zur Laufzeit übersetzt. Und deswegen war es auch entsprechend langsam.
Aber beim GFA Basic gab es halt mit einem Compiler. Das heißt, du konntest einfach in der Entwicklungsumgebung kommst du entwickeln und konntest auch im Interpreter ausführen. Aber wenn du es dann schneller haben wolltest und gesagt hast, das ist jetzt ein Stand, den du vielleicht mal woanders hingeben wolltest, dann konntest du das wirklich kompilieren, also eine eigenausführbare Datei erstellen und dann war es entsprechend schneller. Und dann musste man nicht immer alles mit Assembler machen. Vor allem konnten dann nicht alle den Source Code auch sich angucken, ne? Erstmal so ohne weiteres, wenn es Nicht dann direkt, kompiliert war. genau. Ja, Also also ich weiß nicht, ob gibt jemand Mittel und Wege, ne? jemals, Aber ja, aber ob das jemals, ich weiß nicht, ob das jemals, ob sich jemand mal die Mühe gemacht hat, das zu dekompilieren, keine Ahnung. Vielleicht, wo ich gerade drüber nachdenke, vielleicht aber schon. Da können wir aber nachher, vielleicht können wir nachher, wenn wir über das Starbyte Super Soccer nochmal und die reden und über die verschiedenen Versionen, die da kursierten. Das muss ja wahrscheinlich dann doch irgendwie so passiert sein. Weil das Starbyte Super Soccer, so viel kann ich jetzt schon mal spoilern, zumindest die ST-Version und ich vermute auch alle bis auf die C64-Version, die werden auch unter der Haube GFA Basic gehabt haben. Können wir aber nachher nochmal drüber sprechen. So, also wieder zurück, machen wir beim Assembler. Assembler spielte nachher auch bei Kicker eine Rolle, dann doch, aber das ja, kommt dann auch gleich. Also, dann habe ich mir GFA Basic auf dem ST angeeignet und dann habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt? Und ja, dann, ne, Fußballmanager. Und ich hatte doch den Algorithmus auf dem Atari XL und ich war doch eigentlich so unglücklich, dass ich das auf dem Atari XL nicht so richtig zu Ende gebracht habe. Also habe ich mir gedacht, okay, dann probierst du es jetzt mal auf dem Atari ST. Und ich habe natürlich nach all der langen Zeit nicht mehr so richtig viel Detailwissen, wie was dann so passiert ist. Aber also, was ist jetzt tatsächlich Erinnerung oder was wünsche ich mir, was Erinnerung war? Aber ich Das ist meine, ich habe damit angefangen, dass ich wirklich als erstes diesen, ich bin mir recht sicher, dass ich als erstes diesen Algorithmus portiert hatte auf dem Atari ST und mir das da mal angeschaut hatte und ein bisschen verfeinert hatte und ja, da ein bisschen rumprobiert hatte. Was kommen da für Ergebnisse raus? Und das hat mir dann wohl gefallen und dann ging es los. Ja. Und dann habe ich darum das Spiel gestrickt. Und ich hatte halt von Anfang an mit dem Bernd und mit dem Frank halt zwei in der Hinterhand, die da auch dran sehr interessiert waren, immer die Fortschritte auch zu sehen. Und Aber du hast das de facto alleine programmiert oder ja. haben die auch Aufgaben wahrgenommen, Grafik oder irgendwas gemacht oder so? Also reine Programmierung, Codierung habe nur ich gemacht. Plus, es gibt zwei Bibliotheken, die ich benutze in dem Programm. Ich habe damals in Troisdorf gewohnt, das liegt zwischen Köln und Bonn im Rhein-Sieg-Kreis. Bei meinen Eltern, ja klar, ich war ja 17 oder 16, als ich angefangen habe, das zu programmieren. Ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt. Und ich hatte über einen Freund, einen anderen Programmierfreund, der war, ich glaube, 2 Jahre älter als ich, auch auf einem anderen Gymnasium, im anderen Stadtteil. Und der hatte auch ein Atari ST und der konnte Assembler. Oh, Und okay. der hat halt relativ weit gewohnt. Ich glaube, meine Eltern haben mich dann auch immer mal wieder dahin gefahren, wenn ich da keine Lust hatte, die Dreiviertelstunde Fahrrad zu fahren. Und mit dem habe ich mich ganz gut verstanden. Und der hatte zum einen eine Bibliothek geschrieben, womit man schöner Grafiken pixelgenau rendern konnte beim Atari ST. Und der hatte eine zweite Bibliothek geschrieben, um mehrfarbige Sprites in GFA Basic umzusetzen. GFA Basic selber in der Version, die wir damals eingesetzt haben, das war die Zweier-Version, die konnten, glaube ich, nur zweifarbige Sprites. Und ich hatte immer schon so die Idee im Hinterkopf gehabt, dass ich schon ein bisschen Spielszenen zeigen wollte, grafisch. Das konnte der Football Manager damals nicht auf dem Spektrum. Ich glaube, es gab dann später andere Versionen, die das konnten, aber die wir gespielt hatten, konnte das nicht. Und Atari XL-Version sowieso nicht. Und ich wollte das in der ST-Version aber irgendwie rudimentär einbauen. Und er hatte die Bibliothek dazu. Und wir haben damals zusammen halt diese Sprite-Bibliothek. Er hat halt die Bibliothek in Assembler geschrieben. Ich habe dann so einen Editor beigesteuert, dass man Sprites mit 16 Farben malen konnte und speichern konnte in dem Format, wie er es verlangt hatte. Und das haben wir damals tatsächlich auch an eine Fachzeitschrift verkaufen können. Also das Atari-Magazin damals, ich habe es jetzt auch nochmal rausgesucht, mein Bruder hat es auch nochmal im Internet gefunden. In der Januar-Ausgabe 89 war das. Da haben wir dann diese Bibliothek und diesen Editor von mir veröffentlicht und die ist dann auch zum Einsatz gekommen in Kicker. Also Und das heißt,
Das heißt, Kicker war dann quasi gar nicht dein erstes veröffentlichtes Produkt sozusagen in dem Sinne, sondern der Editor war dann noch davor dann sozusagen, eigentlich, wenn Ja, man es wenn genau du, nimmt, ja. ja, also genau, also wenn du sagst, ja, genau, so ist es. Krass, okay. Vielleicht da auch eine kleine Geschichte, es war auch sehr lustig. Ich habe diesen Editor damals geschrieben und ja, ich habe ja eben gesagt, man hat ja immer so geschielt nach den Programmen und den Spielen, die man so kannte. Und dann stand da ja, steht ja dann oft am Anfang hier Attic Presents oder was hatten wir denn damals für Spielefirmen? Eck Gab und schon Echt. gab schon Activision. Ja, Lucasfilm Arts gab es ja auch. Ne? Die, da Hm, habe ich auch mal stimmt, THXL, stimmt. so Eidolon und so ein Kram gespielt. Der Activision Oder war ja sogar die erste, ne? Activision Rescue from war ja die Pressure. Ausgründung von Atari damals, auf dem VCS noch. Das war ja dann, Ja, die ja dann da hast du das voll natürlich viel mehr gemacht dann. Hintergrundwissen als ich. Das habe ich nicht so parat. Genau, die ganzen Firmen. Da habe ich ja gedacht, da denkst du dir auch mal einen Namen von der Firma aus. Ne? Das war dann Und Polarsoft. genau, Polarware oder Polar Software. Und in diesem Sprite-Editor stand dann auch schon drin, hier bei Dirk Weigand und hier produced, ich weiß auch nicht mehr, irgendwas Polar Software. Im Quelltext in den ersten Zeilen als Kommentare. Und irgendwann flatterte bei meinen Eltern ein Brief von der Staatsanwaltschaft rein und Oh. zwar, und es gab eine Anzeige wegen ich weiß gar nicht mehr, was der Vorwurf war, aber ich glaube, dass ich irgendwie, dass ich die Software geklaut hätte. Und ich bin dann zu einer Wow. Anhörung bei der Polizei einfach eingeladen gewesen. Und der Vorwurf war wirklich, also weil da stand Polar Software. Ja. Und die haben nicht verstanden, dass Polar Software gar nicht eine andere Firma war, sondern dass das einfach ein Namen war, den ich mir ausgedacht habe. Wer hat sich denn Und da angezeigt? Also die Polizei liest ja keine Computerzeit. Also ich nehme an, die lesen keine Ich weiß es Papier. nicht, wo es herkam. Ich habe auch tatsächlich, da müsste ich auch noch mal gucken, ob ich da noch Unterlagen zu habe. Ja, doch, ich habe noch Unterlagen zu dieser Anhörung, habe ich noch irgendwo drin Das war ja gehabt. wahrscheinlich ganz große Aufregung, oder? Weil ich meine, Für mich ja, als, weil wahrscheinlich deine Eltern wussten ja, ja wahrscheinlich klar. auch nicht, was Sache ist, ne? Ja. Dann also wenn was über Computer-Kids kam im Fernsehen, dann war das immer, ja, die Raubkopierer und dann kommen Grafenreuth und so, ne? Ja, weiß nicht, ob das auch schon 1986 so war, ne? Ja, Aber ich glaube, da ging es gerade los so ein bisschen, ja, ne? Vielleicht, aber ja, ein vielleicht auch bisschen früh deswegen, vielleicht. vielleicht haben sie deswegen so genau hingeguckt. Ich weiß nicht, woher es kam. Also es wurde dann natürlich eingestellt, aber ich weiß, dass dieser Polizist, das hat meine Mutter jetzt noch mal erzählt, der hat das nicht, also ich habe es nicht verstanden, was die von mir wollten. Ich habe immer gesagt, das hier, das ist doch mein Programm. Das Ja. ist denn, den Namen habe ich mir einfach nur ausgedacht, Polasov, das ist doch mein Programm. Und auf der anderen Seite, das kannst du doch nicht geschrieben haben. Und dieses Programm war ja total lächerlich, ne? Also das ist ja das ist abgedruckt in dem Atari-Magazin, ich glaube auf 2,5 oder 3 Seiten. Das ist ein Sprite-Editor, der 16 mal 16 Pixel darstellt, wo man halt jeden Pixel irgendeine Farbe geben kann und dann sagt man entweder Save oder Load und kann das in der Binärdatei speichern oder laden. Das ist ja, also das war wirklich keine Softwarekunst, dieses Programm. Und naja, okay, kleiner Ausflug. Haben die dir was gezahlt dafür eigentlich, das Atari-Magazin? Oder war das einfach, man schickt hin und freut sich über den Fame, über die Berühmtheit, die man dadurch erlangt? Das weiß ich Oder war das tatsächlich nicht so, mehr. ah, okay, bei Markt und Technik, also bei diesen so 64er und wie diese ganzen Magazine hießen, da glaube ich, gab es dann immer so das Listing des Monats, ja, also auf 10 Seiten eng bedruckt, meistens mit irgendwo einem Tippfehler, so dass es auf jeden Fall dann auch nicht funktioniert hat, wenn man es abgetippt hat. Und das gab dann, glaube ich, 1000 Mark oder irgendwie sowas, ja. Und da war ich dann immer schon so als Kiddie, der ich ja war, dachte ich immer so, wow, so viel Geld, Mensch, wenn ich das könnte, und habe dann immer ausgemalt, was jetzt noch fehlt, was man jetzt programmieren könnte, und habe es aber halt nie getan, weil ich es halt einfach nicht konnte. Ja. Da habe ich tatsächlich keine Erinnerung mehr dran, aber ich denke schon, dass man was bekommen hat. Aber ich weiß es einfach nicht mehr und darüber habe ich auch keine Unterlagen mehr. Aber so gesehen, ja, war das doch das erste veröffentlichte Werk von mir und beziehungsweise Teil, ne? Also wie gesagt, ohne die eigentliche Bibliothek. Economics hatte der Oliver die damals genannt, wäre ja mein Editor auch völlig belanglos gewesen. Also der ist ja nur entstanden, weil es halt diese Bibliothek gab. Ja, und diese Bibliothek ist dann der eine Programmteil mit den Schriften, die es nachher ins Kicker reingeschafft hat. Und wenn man sich in der Kicker-Version auch am Anfang diese Spielinfo-Menüpunkt anschaut,
Also es gibt irgendwie am Anfang, wenn man Kicker startet, kann man irgendwie sagen, neu starten, Spielstand laden und irgendwie Spielinfo anschauen. Da steht auch der Oliver als erster Name drin erwähnt, ne? Mit besten Dank, neben so ein paar anderen Namen. Und ja, den wollte ich auch jetzt nochmal kontaktieren in dem Hintergrund. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Mal rausgucken, ob ich nochmal herausfinde, wo der so unterwegs ist. Ob der wohl das noch beruflich macht, also würde ja naheliegen wahrscheinlich, ne? Aber Ich glaube, der hat tatsächlich damals sehr schnell Karriere in der IT-Branche gemacht, aber nicht in der Softwareentwicklung, sondern ich glaube, der ist in die Provider-Schiene gegangen. Ich glaube, der hat am Ort bei uns irgendwie, hat er da irgendwas aufgebaut für Internetzugänge oder so. Aber das habe ich okay. auch schon nicht mehr verfolgt. Aber das sollte ich mal wieder tun, glaube ich. Mal schauen. Der findet das sicher auch ganz lustig, wenn er nochmal mitbekommt, dass ich 100 Prozent, spiele. nicht nach dann ja sogar über 30 Jahren, ja, in Ja, dem Fall. genau. Ja, also dann das Spiel selber. Also jetzt wird es wirklich schwierig, sich genau zu erinnern. Ich habe so ein paar Flashs und ich habe vielleicht so ein paar kleine Anekdoten, an die ich mich auch noch erinnere in der Kicker-Entwicklung. Die genaue Abfolge kriege ich nicht mehr richtig hin, aber ich vermute mal, also wenn ich so sehe, wann zum Beispiel Starbite Super Soccer, wann die den Vertrag mit mir gemacht haben, wann damals, kommen wir gleich auch noch zu sprechen kommen, die ASM Testbericht über Kicker gemacht hat. Die hatten ja damals so eine Rubrik Mikrowelle, da ist Kicker vorgestellt worden. Genau, das war ja Dann, die genau. erste öffentliche Erscheinung, ne, die mir bekannt ist Genau. auf jeden Fall. Und dann vermute ich mal, da ich 1988 so richtig angefangen habe, in die Tasten zu hauen. Ich weiß halt, dass es auf jeden Fall einen Sommer gab, in dem wir nicht in Urlaub gefahren sind. Und in diesen Sommerferien war ich, glaube ich, extrem nerdig unterwegs. Vielleicht hat es auch nur geregnet, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich eigentlich auch erinnern, dass ich früher in den Sommerferien, so wie andere Kinder auch, und ich hatte auch Freunde, auch gerne ins Freibad gegangen bin. Aber es gab halt einen Sommer, da habe ich wirklich durchprogrammiert. Da bin ich also früh morgens aufgestanden, direkt an den Rechner und habe wirklich bis nachts da gesessen, habe dann irgendwie ein paar Stunden geschlafen und habe weiter programmiert. Und wir den ganzen Tag programmiert, dann, ich glaube, zu den Abendstunden, wenn der Bernd von der Arbeit nach Hause kam, zusammen mit dem Frank, haben wir dann immer mal wieder getestet und gespielt zusammen und so ein bisschen ausprobiert. Und ich habe angepasst, weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, sehr extrem. In einem Sommer ist so der Rumpf wirklich entstanden mit dem Komplett-Durchstich und mit den Basics. Also es gab dann immer mal wieder Erweiterungen, aber das sind dann Ideen, die dann irgendwie hinzugekommen sind. Also ich war jetzt selbst überrascht, als ich jetzt nochmal wieder gespielt habe, an einige Funktionen konnte ich mich wirklich gar nicht daran erinnern. Also es gibt wohl so ein Fußball-Toto auch, dass man Genau. Das habe ich Das ist das wiederentdeckt, eine. ne? Also da konnte ich mich nicht daran erinnern, dass ich das mal programmiert hatte. Aber ich weiß, dass wir es das früher gemacht haben, ne? Also wir haben früher auch viel Fußball zu Hause konsumiert. Passiv. Also es hat keiner von uns Fußball gespielt, aber bei uns gab es zu Hause immer die Kicker-Sportzeitschrift und wir haben immer samstags die Sportschau geguckt und wir haben auch immer früher, glaube ich, immer so die Tendenzen, also Fußball-Toto auch zu Hause immer getippt. Ne? Und so ist dann Ja, wahrscheinlich da wusste man ja Fußball-Toto auch immer, irgendwann glaube reingekommen. ich, überhaupt erst mal 9 von 11 Spielen richtig haben oder so, um überhaupt was zu gewinnen, glaube ich. Ne? Also beim originalen Ach Toto, so, ja. weil es ja so Wettbüros und so gab es ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Also nicht in Deutschland jedenfalls. Ja, wir haben das natürlich nur privat gemacht, ne? Also zu Hause auf Ach dem so, Schulhof, der die okay, für meisten euch, Punkte okay. hatte. Also wir haben das nicht, wir haben da nicht irgendwo Geld eingesetzt und versucht, da irgendwo was zu gewinnen, sondern wir haben das einfach für uns gemacht, ne? Ah, okay. Ja, und so hat es das dann irgendwann mal auch ins Spiel geschafft. Aber am Anfang wird einfach nur der Bogen gewesen sein. Und dann, ja, dann gab es immer noch Platz bei den Menüpunkten und ist eins nach dem anderen dazugekommen. Ja, das ist Ja. ja, ich meine, das sind ja wirklich eine Menge schöne Features, ne, im Spiel, die mir immer Freude machen. Also Stadionausbau ist ja so ein, bei den deutschen Managerspielen jedenfalls ein ganz wichtiger Punkt. Ist ja auch dabei, aber dass du dir auch einen Kredit nehmen kannst, der diese Werbegeschichten, das ist, also ist ja schon, also ich finde, dieses Spiel hat ja immer genau die feine Linie getroffen zwischen
nicht zu wenig zu haben und gleichzeitig nicht so überfrachtend zu sein, sodass du so vor lauter Features und Optionen überhaupt nicht mehr weißt, was du machen kannst und irgendwie erstmal eine Stunde brauchst, bis du so einen Spieltag absolviert hast oder so, Vorher musste sondern. man das nicht machen, genau. Man konnte, wenn man wollte, auch relativ den Spieltag einfach abschließen. Also Aufstellung nochmal schauen hier und da. Aber einige Punkte musste man ja auch nicht machen. Und diese Ideen jetzt, was du eben sagst, du hast ja jetzt ein paar Punkte zum Beispiel angesprochen, ne, mit der Werbung zum Beispiel. Das sind Punkte, die sind dann halt später dazugekommen. Am Anfang hatte ich mich mit Sicherheit nur darauf konzentriert, erstmal die Spiele selber, das Spielergebnis und Finanzen war nachgelagert. Und Finanzen ist ja auch, wie ich mir habe sagen lassen, ja auch unter anderem eine der Schwächen. Also es gibt ja so einige Schwächen, die ganz klar der Tatsache geschuldet sind, dass wir, also bei so einem komplexen Projekt, die Spielmechanik, die lebt ja da, ne? Oder dieses Austarieren der verschiedenen Parameter. Das habe ich mir vorher nicht im Kopf genau überlegt, sondern das haben wir dann erfahren und immer wieder angepasst, indem wir selber gespielt haben. Ne? Und weil einige Sachen sind halt aus heutiger Sicht haben einfach dann auch nicht gut geklappt. Man muss ich dann auch ehrlich sagen. Und bitte dann auch jetzt vielmals um Entschuldigung an der Stelle. Aber so einige Dinge, die sind einfach. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ne? Das mit den Werbeeinnahmen, mit der Bandenwerbung. Das sind ja Summen, die sind also zumindest in der unteren Liga, die sind ja eigentlich lächerlich. Die sind lächerlich zu den Ausgaben, die man hat oder die Spiele eigentlich kosten. Und das macht vielleicht Spaß, das zu machen. Das ist interessant, sich die zu beschaffen, immer mal wieder zu gucken und zu vergleichen. Lohnt sich das nicht? Aber es ist nicht unbedingt ausgewogen gewesen. Und es ist ja schon auf der einfachsten Stufe relativ schwierig. Also es geht ja eigentlich nur abwärts, was die Finanzen betrifft. Ja, Ne? man muss am Erstmal, ne? Saisonende, muss man eigentlich den einen oder anderen hochgezüchteten Spieler verkaufen, Genau, um halt genau. überleben zu können. Aber das hat irgendwie, also ich finde, das macht auch den Reiz aus, dass du das genauso, das ist ja in der Realität vor Bosman-Urteil, heute ist das anders, aber in den Zeiten vor dem Bosman-Urteil war das ja eigentlich auch die gelebte Realität bei vielen Vereinen. Also. Also freut mich, dass du das sagst und dass du das so siehst. Das war dann aber Zufall, wenn das so passt. Also das ist nicht so, dass ich mir das so, dass wir uns das so super genau überlegt haben. Man muss auch dazu sagen, dass wir auch, weil wir halt immer wieder neue Sachen ausprobiert haben, ich kann jetzt auch nicht mich daran erinnern, dass ich mal irgendwie 10 Saisons hintereinander gespielt habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich bis zur Bundesliga legal gekommen bin oder nicht zum Testen einfach ein paar Parameter am Anfang eingestellt habe. Es gibt übrigens auch einen Cheat-Modus. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ich habe das, ich habe das, ich habe von dem Cheat-Modus jetzt in dem Kicker-File, was du mir geschickt hast, habe ich davon gelesen. Genau. Aber wir hatten ja immer einen Cheat-Modus, von dem wir uns nicht sicher waren, ob das ein offizieller war. Also ob der so gewollt war oder nicht. Denn du konntest irgendwie, Gott, kriege ich das jetzt richtig zusammen? Also irgendwie kannst du einen Kredit aufnehmen, du nimmst einen großen Kredit auf, baust das Stadion aus und musstest dann den Stadionausbau aber irgendwie abbrechen nach x Wochen. Und dann war dein Konto voll und das Stadion war da. Das ist ein Bug. Das kann, Ja, das war aber ein es ist Bug. ein schöner, also wir haben, das war immer ein Streitpunkt zwischen meinem Kumpel Niki und mir, der in der Geschichte auch vorkommt, der dich übrigens herzlich grüßen lässt, unbekannterweise. Ich habe ihm natürlich erzählt, dass wir sprechen. Das war immer so ein Streitpunkt, ob wir den jetzt. Ob das jetzt okay ist, den zu nutzen, damit wir möglichst schnell durch die Ligen durchkommen, oder ob wir das halt doch eher sein lassen, weil es ja, also weil es auch anders geht und weil es halt cheaten ist und so. Und da haben wir es mal so gemacht tatsächlich. Also ich kann auflösen, das war ein Fehler. Aber Okay. es gibt wirklich ein richtiges Cheat-Menü, was man aktivieren kann. Du hast es ja gesehen. Ich habe es jetzt dokumentiert. Das ist ja auch neu. Also das, was du von mir bekommen hast, das Zip, das habe ich ja jetzt gerade erst zusammengestellt. Und diesen Cheat-Modus, also null Erinnerung. Ich habe jetzt einfach in dem Zuge es ja geschafft, in die Sourcen nochmal reinzuschauen. Und ich wollte mir mal angucken, weil mein Bruder hatte mich gefragt, hör mal, wenn du jetzt dran bist, was mich schon immer interessiert hat, kannst du noch mal schauen, wie dieses Spielergebnis zustande kommt. Und dann habe ich versucht, das in den Sourcen nachzuempfinden. Und da bin ich einfach an Code vorbeigekommen, wo ich dachte, wie heißt die Variable? Cheat me? Was soll denn das jetzt sein? Und dann habe ich mir das angeschaut und ja, und dann habe ich halt gesehen, hier an der Stelle wird es wohl aktiviert.
Und hier an der Stelle kann ich ein Cheat-Menü einspielen. Ach, und da kann ich das und das machen. Also, und ja, es funktioniert. Ich habe es ausprobiert auf dem Emulator. Das Cheat-Menü funktioniert. Es ist natürlich, also man kann halt nicht heimlich cheaten. Ne? Klar, wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst und machst dann dein Cheat-Menü plötzlich auf, dann fällt das natürlich schon ein bisschen auf. Das provoziert Rückfragen, Ja, ne? Aber ich genau, denke, alle, aber die das das war zum spielen, Testen. Ne? haben ein großes Vertrauensverhältnis Ja. zu ihren Mitspielern, nehme ich mal an. Ja. Das werde ich zum Testen gemacht haben. Und deswegen habe ich eigentlich nie so richtig, also ich habe es nie so extensiv, glaube ich, gespielt oder wir haben es nie so extensiv gespielt, wie eigentlich so eine Wirtschaftssimulation, was es ja letztendlich irgendwie dann doch ist, wie man es eigentlich vertesten müsste. Da bräuchte man ja auch ein viel größeres Testteam, um da, wie gesagt, das eigentlich richtig austarieren zu können. Und das hatten wir damals nicht. Und dann ist es dafür doch eigentlich dann, glaube ich, doch ganz gut irgendwie geworden. Ne? Also dann hat das doch irgendwie gepasst. Ja, gut, da haben wir sogar nochmal den Cheat-Modus kurz angesprochen. Der ist ja, also ich glaube nicht, dass den irgendjemand kennt. Ja, Also, also ich wusste ihn auch, ich also wusste denn ihn auch jemand nicht. hat ihn durch Zufall mal gefunden, aber wahrscheinlich Glaube nicht, ich nicht. Das, also den, das, da muss man erstmal drauf kommen. Ne? ja. Also ne, du hast es gelesen. Genau. Falls du deinem Kollegen mal dann dieses Recording vorspielen willst, was ich gerne autorisiere, Ja, wenn ich nicht noch super. dumme Sachen nachher sage, aber ich glaube, das wird nicht passieren, ist in dem Bildschirm, wo die Spielergebnisse angezeigt werden, wo man auch speichern kann. Also am Ende des Abschlusses des Spieltages muss man die unsichtbare Maus oben links platzieren, die rechte Maustaste drücken. Und wenn du dann wieder am nächsten Spieltag im Hauptmenü bist und dann Shift-C drückst, dann kommt das Cheat-Menü. Ja, okay, da kommt natürlich kein Mensch drauf, ne, von Das selbst. glaube ich Also. auch nicht. Also mein Bruder und der Bernd beteuern, dass sie es auch nicht kannten. Also die sagten, die kannten das auch nicht. Ja, das war so eine Kleinigkeit, von der ich gerne berichten kann. Und noch eine Sache, die mir auch ganz klar noch in Erinnerung ist, ich hatte eben mal diesen Ausflug mit den Sprites, mit der Sprite-Bibliothek. Diese Spielszenen, die ich da in der Version hatte, die sind auch, ja, ich sag mal so im mittleren Stadium der Entwicklung ist das dann entstanden. Ich denke, nachdem wir diese Bibliothek fertig hatten, irgendwann nach 89 muss ich das eingebaut haben. Ich weiß, dass ich da damals das versucht habe, in relativ kurzer Zeit einzubauen. Ich glaube, nach 3, 4 Tagen irgendwie war ich damit fertig. Und wenn wir ehrlich sind, sieht es auch heute so ein bisschen aus. Ne? Also es gibt da irgendwie 3, 4 Mechaniken, die da ablaufen, die am Anfang irgendwie festgelegt werden. Alle Spieler vom Angriff und Verteidigung laufen in irgendeine Richtung. Dann fängt der Ballführende an und er schießt. Und man weiß eigentlich schon, in dem Moment, wo er schießt, in dem der Ball die ersten Pixel irgendwie den Fuß verlässt, weißt du schon, wie es ausgeht. Ne? Aber Na, es gab ja immer noch die Option, dass der Torwart sich zur Seite bewegt und dann doch noch den Ball aufhält, sozusagen, ne? Das, ja, also also wenn beim er den Passing hält, jedenfalls. also es gab auf jeden Fall diesen Mechanismus, wo der nur 2 Pixel daneben geht und plötzlich reingeht der Ball. Ja, das kann man erkennen. Und ja, natürlich, also so ein bisschen war da noch, aber nicht so richtig viel. Aber dennoch, auch wenn ich, also es ist ja heute, aus heutiger Sicht sieht das natürlich sehr belustigend aus, wenn man sich, ich weiß nicht, wenn ich meinen Sohn sehe, wenn der FIFA 21 spielt, dann ist das natürlich irgendwie was Es ist anderes. anders von der Ja, Grafik her, schon durchaus, aber ne? Aber es ist doch noch was anderes gewesen, als einfach das Spielergebnis anzuzeigen. Und total, das war so spannend, davor zu sitzen. Und klar, man kannte diese Szenen, man kannte jetzt bei der PC-Version auch die Ansagen, die dann kommen und so, aber das war so spannend zu sehen, okay, reicht's für den Sieg oder nicht, oder unentschieden ja, oder und 75. Minute, was kommt denn noch eine Szene? Also immer, oh Gott, ja. hoffentlich kommt noch eine. Und das Schöne ist jetzt, jetzt ist so etwas, was so schön ist jetzt für mich aktuell ist. Ich habe das Spiel jetzt meinen Kindern gezeigt. Ja? Und ich habe 3 Kinder im Alter von 10 bis 13 und 2 Jungs und also ein 10-jähriges Mädel und einen 11- und 13-jährigen Jungen. Und die Jungs, die zocken auch schon. Also meine Tochter noch nicht so viel, aber die Jungs schon. Und da habe ich halt gefragt, habt ihr Interesse, das mal zu sehen? Ja, okay, auf dem PC spielen immer, egal was. Ja. Und der Bernd war auch an dem Tag hier. Und also ist dann halt der Opa von denen, klar. Und
Ja, da haben wir ein bisschen in Erinnerung geschwelgt. Und dann haben die Jungs das gespielt mit dem Bernd zusammen. Und ich habe da nur ein bisschen zugeguckt. Und dann kamen halt diese Spielszenen. Und das war so schön. Die haben da so mitgefiebert und gejubelt, als Tore kamen und so. Ne? Und obwohl das ja also sonst, also wenn ich denen zum Beispiel einen Film aus den 80er oder 90er zeige, ne, da gucken die nicht hin. Mein Nee. Sohn guckt keinen Film, der vor 2000 ist, weil er sagt, er kann sich das nicht angucken, weil es technisch einfach so schlecht ist. Ja, und Und weil die Szenen viel zu lang sind für seinen ja, sozusagen für die genau. heutige Prägung und so, Das ne? stimmt. Ja, das kann Ja. auch gut sein. Genau, ja, stimmt. Viel zu langatmig. Und bei Computerspielen, ich habe denen schon öfters mal Spiele von früher gezeigt, die ich gespielt habe. Und das heißt, es war ja durchaus eine Gefahr, dass die sagen, jetzt, oh, boring, geh mir damit weg. Kommt Aber auch die bei haben dir weg, es, ja, genau. genau, aber die fanden es gut. Also die haben es wirklich eine Stunde gespielt und mit den Spielszenen hatten sie Begeisterung. Und dann dachte ich mir, ja, okay, da ist mir richtig warm ums Herz geworden. Und Ja, das kann ich mir vorstellen. Das da ist habe ich, ja geil. da hab ich damals dann nicht dran gedacht, als ich das Spiel entwickelt habe, dass das mal nochmal so einen Gewinn haben wird. Und die Spielszene hatte seinen Teil dazu. Also diese pummeligen Sprites da, die da irgendwie in der gleichen Bewegung laufen, hatten ihren Anteil dabei. Das war irgendwie ganz schön. So, und noch eine Besonderheit von Kicker damals für mich und für uns war, also einmal diese Spielszenen und ich wollte halt. Also ich habe ja nicht viel Grafiken in den Spielen. Das ist ja sehr menülastig und dann diese Spielszenen. Aber ich wollte halt irgendwie mal ein Titelbild haben. Jetzt wieder im Hintergrund, ne? Man kennt ja die anderen Spiele und die haben immer tolle Titelsequenzen gehabt. Ich wollte irgendwie ein digitalisiertes Titelbild haben und ein bisschen Sound haben. Und also wir hatten damals natürlich keinen Scanner oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das für einen Privatmann bezahlbar irgendwie gegeben hätte. Wahrscheinlich gab es diese Handscanner noch, wo du dann so ein Bild Ja, scannen und genau. dann bist du Ja, in der richtigen automatisch Geschwindigkeit verrutscht rübergehen, ne? Und und so. wenn es nicht war, nochmal langsamer und schön regelmäßig, irgendwie Und sowas, selbst ja. das war wahrscheinlich noch danach, würde ich fast sagen. Ich glaube, Also das ich kam hatte. so, ich glaube, bezahlbar wurden die so vielleicht, wann habe ich denn sowas gehabt? Vielleicht 19, ja, so 91 vielleicht oder so. 90 könnte auch noch sein. Es war irre kompliziert und hat keinen Spaß gemacht, mit den Dingern zu arbeiten. Ja. Also, Aber. als ich Kicker entwickelt hatte, hatte ich auf jeden Fall sowas nicht. Und ich glaube auch Sound-Sampling oder so, ich weiß gar nicht, ob das direkt mit dem ST oder mit welchen, was man da für Hardware, doch Zusatzhardware hätte haben müssen, um das zu machen. Naja, auf jeden Fall wollte ich so ein Titelbild haben. Und du hast es dir jetzt wahrscheinlich nochmal angeguckt, wenn du Kicker startest, da kommt ja am Anfang so ein Titelbild. Und da Ja. kommt sogar so ein Einspre-, also es gibt am Anfang. Ich fange nochmal vorne an. Wenn du Kicker startest, hast du am Anfang ja diese Sequenz, da kommt Polarware mit dem Pinguin. Piep, piep. Und dann kommt erstmal 4 Sekunden, 3, 4 Sekunden ein kurzes Musiksample. Das ist übrigens, das sind die ersten 3, 4 Sekunden von Lied von Queen, Dragon Attack. Was Ah. wahrscheinlich auch kein Mensch kennt, der nicht irgendwie Queen-Fan ist. Und das habe ich damals digitalisieren lassen. Denke ich. Ich wüsste nicht, wie ich es anders hätte machen sollen. Muss man auch erstmal Und jemanden kennen, ne? Weil gab ja jetzt nicht ja. so das Digitalisierungsbüro, wo man mal hingeht mit einem Bild von. Ich weiß ja nicht, ist das Bayern auf dem Bild oder wer ist das? Welche Ja, Mannschaft ist das? das Bild ist nochmal was anderes, genau. Also das eine war jetzt dieses Queen und das Kicker ist übrigens der Bernd, das hat der eingesprochen. Und die Grafik ist, das ist der DFB-Pokalsieger aus dem Jahr 88, 89, Borussia Dortmund. Ah, bei dem Spiel war ich sogar. Ehrlich? Im Jetzt Stadion. Ja, ernsthaft? ja. Ja, ich Na habe guck. die Eintrittskarte noch hier sogar tatsächlich. Ach, wie witzig. Ja, Ja. und warum ist es Dortmund? Jetzt übrigens, ja, dann auf diesem Weg auch Gratulation an Dortmund, die ja gestern auch wieder DFB-Pokalsieger geworden Stimmt mal sind. wieder, ja. Ist auch jetzt wieder ein Zufall, dass das jetzt passiert ist. Ja, warum Borussia Dortmund? Wir hatten damals dieses Kicker-Sonderheft, das ist immer zur Saisonanfang oder Saisonende ist so ein Sonderheft erschienen, wo die alle Mannschaften vorgestellt haben. Und ich vermute mal, dass ich das genommen habe, weil das irgendwie die einzige Doppelseite gewesen war, wo eine Mannschaft irgendwie dargestellt war. Und wo auch Zumindest irgendwie ist die so meine aussehen Vermutung. wie, wo die auch so aussehen wie feiern, ne? Also wie, wir Ja, haben genau. gerade was geholt. Weil sonst hast du ja so damals, Thorsten Legert hat noch nicht gespielt, um die Bilder ein bisschen aufzumischen. Also haben die ja alle noch sehr, sehr streng da gestanden und so, ne? Auf den typischen Mannschaftsbildern. Wahrscheinlich war das einfach das Einzige neben Bayern München dann mit der Meisterschaft, oder? Nee, es war Bremen im Jahr, glaube ich sogar, oder?
Ich weiß es Das nicht mehr. war, also da Ja. bist du mit Sicherheit viel, viel bewanderter als ich. Da müsste ich jetzt auch wieder einen Kicker nachschlagen, beziehungsweise heute geht es ja sowieso alles ein bisschen einfacher mit der Recherche, bei Ja. solchen oberflächlichen Themen zumindest. Ich glaube auch, ich weiß es jetzt gar nicht, müsste ich nochmal gleich gucken vom Bild. Ich glaube, man sieht auch irgendwo den DFB-Pokal. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, so mittig, zentral, so vor der Mannschaft steht er irgendwie oder so. Ja, ich gucke gerade nochmal. Ja, der hält den, also genau, ziemlich Mitte. Der Torwart hält den, glaube ich, fest. Kann man so sehen. Ich meine, es ist ja extrem pixelig. Und das habe ich aber auch, glaube ich, mit Absicht gemacht, hoffe ich mal. Oder denke ich mal. Ob das jetzt wirklich so schlecht war, die Qualität damals. Aber ich glaube, ich wollte es nicht zu sehr in Vordergrund haben. Ich muss nämlich dazu jetzt auch noch sagen, also du warst bei dem Spiel, bist du Dortmund-Fan Nee, oder? ich bin also heute Tennis Borussia-Fan und damals war ich noch beinharter Blau-Weiß-90-Fan, die ja wiederum das allererste ausgewürfelte Spiel von Gerald Köhler waren, wie er in dem Podcast erzählt hat. Ach ja, Da ja. habe ich mich auch gedacht, was ist denn das hier? Ja, Waren die denn damals der Gegner von Dortmund? also ich komme ja aus Berlin und als Berliner Kiddies, die Fußball lieben, Klar. sind wir einfach zu jedem Pokalfinale gegangen. Das war Klar, damals noch, natürlich. man hat die Karten halt ganz normal im Sporthaus kaufen können, nicht so wie heute Verlosungsverfahren und dann hast du Glück und musst 300 € zahlen oder so, sondern es hat halt irgendwie 7,53 Mark gekostet und davon ging 1,50 Mark an die Serperberger Stiftung. Steht tatsächlich so drauf auf der Karte. Und wir sind einfach zu jedem Pokalfinale gegangen. Es gab ja, außer dann eben ein Jahr lang Blau-Weiß-90, gab es ja auch nicht wirklich einen Erstligisten in der Stadt. Und das war natürlich, da kam dann die große Welt ins Olympiastadion. Also da sind wir automatisch Okay. hingegangen und habe ich dann immer mit einem Verein solidarisiert, den ich ja gerade cooler fand. Gut, dann darf ich das jetzt sagen, Ja. weil ich bin Schalke-Fan. Also Okay. dazu und Beileid, tut mir sehr leid aktuell. Ja. ja, gut. Ich habe ja sehr lange Zeit gehabt, mich daran zu gewöhnen, was da jetzt passiert ist. Also es war ja Ja. schon vor einem halben Jahr klar. Also es war ja schon die letzte Saison, endete ja schon desaströs. Also das sollte keinen verwundert haben, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Nee. Aber deswegen wundere ich mich aus heutiger Sicht schon sehr, dass ich damals Borussia Dortmund Das genommen ist habe als eigentlich schon, Bild. Ja. ja gut, als Jugendlicher hat man diese Rivalitäten noch nicht so. Ich bin auch mal zu Hertha gegangen, obwohl das quasi auch, das ist so wie Dortmund und Schalke, von dem, wie man sich mag und so. Und ich war halt immer für die Vereine, die nicht Hertha oder auch heute auch nicht Hertha und Union sind. Ich bin damals da trotzdem hingegangen. Ich glaube, also vielleicht war das bei dir auch so, dass du das gar nicht so hinterfragt hast oder so, weil das war die Zeit, wo Dortmund so attraktiven Fußball gespielt hat, die Fans mit diesen aufgeblasenen Bananen damals und so. Ja, also könnte ich mir vorstellen. Ne? Sonst wäre das in der Tat sehr, sehr abstrus, dann nicht Schalke zu nehmen. Wobei Schalke, glaube ich, in dem Jahr auch oder zu der Zeit irgendwann auch noch zweite Liga mal, auch zweite Liga mal ein Jahr spielte oder zwei sogar, glaube ich. Es Ja. könnte sogar sein, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, dass sie da sogar zweite Liga waren, weil wenn man, wie waren das, wenn man die Mannschaften auswählt am Anfang bei Kicker, da zeigt er ja erstmal die Bundesligisten an. Ich glaube, das dauert ziemlich lange mit dem Scrollen, bis der Schalke kommt, als ob man vielleicht schon in der zweiten Liga angekommen wäre. Das müsste ich nochmal prüfen, das weiß ich jetzt wirklich gar nicht mehr. Ja, also okay, da können wir auch irgendwie einen Haken dran machen mit, also ich bin übrigens auch kein verbissener Fan, überhaupt nicht. Ich bin einfach geprägt von. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine andere Mannschaft hatte, außer Schalke. Aber ich komme ja weder aus dem Ruhrpott, noch bin ich ein sehr radikaler oder verbissener Mensch. Und ich hatte auch mal Freunde in Dortmund. Das ist alles, glaube ich, ganz gesund, die Einstellung. Und ich konnte gestern auch sehr, sehr gut die Leistung anerkennen. Es hat mir zwar ein bisschen wehgetan, wie sehr sich da wirklich die Leipziger in der zweiten Halbzeit abgemüht haben und dafür ja auch nicht belohnt wurden dann. Aber Ja. so ist das halt dann im Fußball, ne? Und Ich habe irgendwann der dort, abgeschaltet tatsächlich, weil mir das zu ja? langweilig wurde. Ja, weil irgendwie dachte dann, nee, komm, ich muss jetzt nicht, also ich mag Dortmund auch nicht so sehr. Und dachte, nee, komm, also ich finde auch Haaland so als Typen, glaube ich, irgendwie furchtbar. Dachte so, nee, komm, das musst du dir jetzt nicht angucken. Und Leipzig, irgendwie habe ich schon relativ schnell für mich so festgestellt, ich habe natürlich was anderes gehofft, aber dann festgestellt, dass Leipzig wohl an dem Tag keine Bäume ausreißen wird. Und dann hatte ich nachmittags eh schon das dänische Pokalfinale gesehen. Ich guck wirklich sehr, sehr viel Fußball. Und habe dann entschieden, dass es eigentlich auch reicht. Ja, da hast du mit Sicherheit auch schon die Weitsicht gehabt,
von deiner Erfahrung zu sehen, dass das nichts mehr gibt. Aber Na, ich bin schon oft ja. eines anderen belehrt worden. Das haut nicht immer hin. Also wäre auch schön gewesen, wenn ich dann irgendwann eine WhatsApp oder irgendeine Nachricht von irgendwem kriege und der dann sagt, ja, musst einschalten hier 4-3 für Leipzig oder so. Aber diese Nachricht kam nicht. Ja, aber die Dortmunder haben auch wirklich gut gespielt, sehr effizient gespielt. Also das war nicht unverdient, ne, Nee, wirklich. Die, war auf ne, jeden Fall war alles verdient. gut. Die Leipziger haben es einfach in der ersten Halbzeit verbockt gehabt, ne, kann man nicht anders sagen. Und in der zweiten haben sie wirklich mit viel Herz gespielt, aber es hat halt nicht gereicht. Naja, gut, okay. Titelbild, Kicker, Dortmund. Aber das war ja schon, das mit dem Titelbild war ja schon, also ja wirklich was sehr Besonderes, ne? Also so Samples, ich erinnere mich noch an die Zeit auch, es gab so einen, bei Ghostbusters war das, glaube ich, da kam auch Anfang, wenn das Ghostbusters-Spiel auf dem C64 zumindest, kam halt diese Titelmusik und dann kam dieses Ghostbusters, wahaha, das war gesampelt und dann ging halt die Musik los und dann konntest du so karaoke-mäßig, dann lief so der Text durch den Bildschirm und konntest du so in einer frühen Form von Karaoke mitsingen. Ja, da war dann nichts mehr gesampelt natürlich, weil der Speicherplatz gar nicht ausgereicht hätte. Genau, Aber genau. es gab wirklich nur eine Handvoll Spiele, die sowas hatten, also wo auch irgendjemand Speicherplatz dafür hergegeben hätte für so ein Sample oder so, oder auch für so ein digitalisiertes Bild, ja. Ja, man sieht hier, ich wollte alles von allem ein bisschen am Anfang haben, ne? Ich habe ein Bild, ich habe einen Sound, ich habe eine Sprache gehabt. Und das war es dann für den Rest des Spiels, ne? Also, und das war ja alles nur Intro. Das konnte ich also aus dem Speicher nachher wieder rausladen, ne? Also das brauchte ich nachher nicht mehr. Du hattest vorhin gefragt, wer hat das gemacht? Also bei der Musik und bei der Kicker-Einsprache von Bernd weiß ich es halt nicht mehr genau, wer es gemacht hat. Aber ich weiß definitiv beim Bild, da ich das eingeschickt habe. Also ich habe wirklich aus dem Kicker das irgendwie rausgerissen, also rausgetrennt, sauber. Ich glaube genau in der Mitte, weil das war genau in der Mitte, da konnte man die Häkchen im Magazin aufmachen, Ah, das Bild vielleicht war das rausholen. der Grund tatsächlich, ja. Das, ja, kann sein, dass es deswegen nicht kaputt gegangen ist. Aber es war auch mit Sicherheit da die einzige Doppelseite, glaube ich auch. Ja, mit Sicherheit darf ich nicht sagen, weil es ist einfach zu lange her. Hier ist gar nichts mit Sicherheit hier. Das habe ich eingeschickt. Und zwar hatte ich damals das Atari-Magazin, glaube ich, hatte ich abonniert. Und da gab es immer hinten so Kleinanzeigen von Leuten, die entweder selber Programme verkauft haben, also so ähnlich auch wie ich auch Programme geschrieben haben, die da angeboten haben, aber die auch solche Services angeboten haben, die halt privat sich wohl mal einen Scanner angeschafft haben und das dann refinanziert haben, vielleicht dadurch, dass sie das so als Dienst angeboten haben. Und da habe ich das mal hingeschickt und dann kam das zurück auf eine Diskette und dann hatte ich mein Bild. Ja, geil. Ja, Das war super. das, ne? Ja. Und dann hast du ja, also das Spiel war, dann hast du ja wahrscheinlich erstmal nochmal, mindestens nochmal einen weiteren Sommer mit dem Abtippen von Spielernamen verbracht, wahrscheinlich. Also, wenn das bei Kicker auch schon 700 waren, wie ja bei der Starbite-Version steht das ja immer so auf dem Packungsrücken, steht das ja da immer hinten drauf. Du hast so eine Packung, ist das geil. Ich habe alle Packungen. Ich habe Das die gibt's, ah, das Packung. gibt's ja nicht. Ich habe meine Eltern gesagt, ich muss unbedingt zu meinen Eltern nochmal nach Troisdorf fahren. Wir müssen nämlich noch im Dachboden nochmal suchen, weil ich hatte natürlich damals auch einige Packungen. Aber ich habe hier, also ich habe gerade keine mehr im Zugriff, aber ich bin mir sicher, dass ich zu Hause auch noch welche habe und ich wollte auch nochmal nachschauen. Mein Bruder hat die auch noch, ne? Der hat die auch noch in der Hinterhand. Da wollte ich nämlich auch nochmal schauen. Ja, ich habe Und diverse auch die Versionen. C64-Version, hast du die auch? Hast du die auch mal Nee, gespielt? wäre eine Frage gewesen, aber die kann ich auch jetzt einfach stellen. Ich habe, also ich kaufe auch oder ich scanne so ein bisschen den Markt, also eBay in erster Linie ab, nach Kopien von dem Spiel, die ich dann mir auch kaufe. Also ich habe wirklich einige Amiga-Versionen und PC 3,5 Zoll, 5,25 Zoll und aus so Compilations hier diese Softgold-Compilation mit Tiebreak und Tennis Cup 2 und so. Was ich noch nie in freier Wildbahn gefunden habe, ist die C64-Version. Also es gibt einen Typ, bietet die lose Diskette irgendwie auf eBay an, aber das zähle ich nicht. Die C64-Version ist mir noch nie begegnet und übrigens auch die Atari ST-Version nicht. Es ist Ach, echt nicht? immer nur Amiga und Okay. PC. Also entweder die Leute lieben das so sehr, dass sie es nicht hergeben, oder es ist einfach für Amiga tausendmal mehr verkauft worden oder so. Das kann auch sein. Amiga ist wirklich die Version, die man am häufigsten, wenn man es mal findet, dann irgendwo sieht. Und gefolgt von der PC-Version, wo es, weil es halt so viele Compilations und Heft-CDs und all sowas gab. Ich glaube, beim PC-Joker war das mal Teil einer Heft-CD.
Und so, aber du findest die, also du findest das Image der C64 und der Atari ST-Version, das findest du im Netz. Aber du findest niemanden, der das verkauft. Oder auch nur angibt, es zu haben oder so. Das ist total merkwürdig. Und ich gucke mir das wirklich schon eine Weile an. Also entweder sind mir die immer durchgerutscht, was ich nicht glaube, oder es hat einfach wirklich nie jemand das auf eBay angeboten. Das kann ja durchaus sein. Viele haben das ja auch tatsächlich irgendwo auf dem Dachboden, ja, und kümmern sich nicht drum oder so und kommen nicht auf die Idee, dass man sowas ja auch verkaufen könnte. Aber wirklich noch nie gesehen. Die Versionen existieren, das weiß ich, aber ob die je verkauft worden sind, keine Ahnung. Also die Atari ST-Version, die hatte ich damals bekommen, als das veröffentlicht wurde. Also ich hatte einen Karton mit der ST-Version, mit der PC-Version. Die C64-Version habe ich auch nicht zu Gesicht bekommen. Aber klar, gibt es die, das weiß ich. Ja. Ich habe auch so ein paar wenige Lieferscheine, wo drauf steht, welche Versionen wie irgendwie an den Distributor damals von der Starbite ausgeliefert worden sind. Deswegen weiß ich, dass es eine C64-Version definitiv gab. Ja, sie taucht ja auch in Aber den Media Control Charts auf, ne? Also, wenn Media Control nicht das ausgewürfelt hat, dann muss es ja auch verkauft worden sein irgendwann mal. Ja. Aber taucht irgendwie nicht auf. Aber das kann halt wirklich auch sein, weil viele dann irgendwann unbedacht auch ihren Homecomputer-Krempel, in Anführungsstrichen, dann einfach weggeschmissen haben oder vergessen haben oder so. Ne? Das kann schon auch damit zu tun haben. Ja? Aber es Aus ist halt. heute. Ich denke auch, wenn du heute eine Diskettenversion von so einem Programm kaufst, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass die überhaupt noch auslesbar ist, die Diskette? Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht tatsächlich bisher. Also Okay. es ist jetzt nicht so, dass ich jede Version, die ich hier habe, mal wirklich auch getestet hätte oder so. Aber von anderen Disketten weiß ich, dass so die Wahrscheinlichkeit, selbst bei 5,25 Zoll Disketten, die ja wirklich den minimalsten Schutz haben, den so eine Diskette haben kann, würde ich es immer noch bei 60, 70% sehen, die Na Wahrscheinlichkeit. gut. Kommt auch an, wie man es behandelt natürlich, ne? Und also ob das jetzt in der Sonne liegt oder so oder in einem feuchten Keller ist natürlich was anderes als irgendwo in einem sonnendichten Schrank einfach nur darauf wartet, wer benutzt zu werden oder so. Aber also es gibt natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die entmagnetisiert sind oder so. Ja, das ist ganz klar. Vielleicht werfe ich es mal kurz ein, weil ich es gerade gefunden habe. Ich habe währenddessen mal ein bisschen in meinen Unterlagen gescrollt. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal hier so einen Lieferschein von März 92 und da gab es von der C64-Version 2850 Stück, die Okay. ausgeliefert worden sind. Also irgendwo muss Potenzial da sein, Ja, das aber ist. wo auch immer. Die C64-Version ist wohl auch, denke ich, auch die eine Version, die wirklich neu geschrieben worden ist, weil die natürlich überhaupt nicht mit dem Unterbau, wie ich Kicker damals entwickelt hatte, funktionieren konnte. Und die, glaube ich, auch wirklich anders ist. Ne? Also ich habe da selber mich nie richtig mit beschäftigt, aber ich habe mal ein paar Screenshots gesehen, das sah schon irgendwie ganz anders Ja, aus. ich habe es mal kurz mal im Emulator gespielt, ist aber auch schon ziemlich lange her. Und das war schon sehr, also man merkt schon sehr, dass die da mit dem Speicherplatz an Probleme kommen und so. Ja, so siehst du, dass das nicht die ideale Version ist, die man spielen möchte. Ja. Und wahrscheinlich hätte ich das Spiel nicht so geil gefunden, wenn die C64-Version die erste gewesen wäre, die ich gesehen hätte. Das war also ein Riesenunterschied zur PC-Version auf jeden Fall. Du hattest eben angesprochen, also jetzt, wo du gerade die Datenmenge sagst, das zweite Jahr, wo wir die Spielernamen und so abgetippt haben, ne? Ich glaube, dass wir die auch relativ schon am Anfang hatten. Das war irgendwie so damals, die Spielernamen sind, soweit ich mich erinnere, ja auch nicht die realen Namen gewesen, sondern da haben wir ja, glaube ich, schon teilweise irgendwie die Namen abgeändert, wenn ich mich noch recht entsinne. Na, bei der PC-Version nicht. Die ist original. Also das fanden wir immer total cool. Also als junge Blau-Weiß-90-Fans, wenn dann, also ich könnte dir jetzt Namen sagen, die wirst du noch nie gehört haben. Ja, warte mal, sag mir mal einen, weil. Thomas Adler zum Beispiel war Stürmer bei Blau-Weiß. Später auch Moment. bei Bayer Uerdingen, der ist dann dahin gegangen. Und später auch nochmal für Tennis Borussia gespielt, dann so zum Ende der Karriere hin. Und der war zum Beispiel drin von Blau-Weiß.
Und wir haben uns immer mega gefreut, wenn einer von uns den halt abbekommen hat, irgendwie, wenn er den kaufen konnte. Völlig egal, was der gekostet hat. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer Ja, war ich habe denn da? mehrere Adler hier drin, die haben aber alle keine Vornamen, bis auf eine. Motzke könnte zum Beispiel auch, oder ich weiß gar nicht, ob Thomas Motzke dabei war. Der schreibt sich M-O. Motzke. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob der drin war, aber es gab aus dem damaligen Kader gab es auf jeden Fall diverse Spieler, die da wieder zu erkennen waren. Ja, Raufmann. also ich habe einen Motzke hier drin. Ich kann jetzt nicht direkt sehen, in welcher Mannschaft der drin ist. Das müsste ich dann nochmal gesondert nachgucken. Raufmann mit Doppel-F zum Beispiel, da gab es definitiv im deutschen Profifußball nur einen einzigen und das war der, der erst bei Blau-Weiß war, dann, glaube ich, für Eintracht Frankfurt später mal gespielt hat und dann wurde der zypriotischer Nationalspieler, der hat dann so lange in Zypern gespielt, dass die den einfach eingebürgert haben. Der hat, glaube ich, auch eine zypriotische Frau geheiratet und wurde dann Ach. halt da so Fußballlegende vor Ort. Und deswegen erinnere ich mich an den auch so gut. Und das waren halt Sag nochmal, wie hieß der? Wie hieß der? Raufmann, RAU und dann, ich glaube, mit 2 F und dann Mann hinten dran. Das passt auch ganz gut in die Zeit auf jeden Fall. Raufmann habe ich jetzt nicht. Und noch einen allerletzten vielleicht? Ja, den du eben auch schon genannt hast. Ich habe nicht so schnell, ich habe bei Motzke erst zum ersten Mal gesucht. Motzke hatten wir schon, Gab es Raufmann. einen Mösle oder Mäsle oder Mösle, Torhüter, ja, der war dritter Mösle? Torhüter, Klaus Mösle, ja. Niebel? Gab es einen Niebel? Ja, Dirk Niebel, genau, war früher. Markov? Ja, Goran Markov, ja. M. Schmidt? Mike Schmidt, genau. Levi? Oh ja, stimmt, Levi war auch drin, unser Fußballgott. Akutschera? Aha. Alexander Kutschera, genau, später Gehört? auch. Ja, okay, gut. Dann habe Ja. ich tatsächlich, also dann habe ich das falsch in Erinnerung und habe auch noch den Leuten von, habe den Gunnar und Christian von Forever Quatsch erzählt. Ich dachte, wir hätten die Namen angepasst. Dann haben wir nur die Werbung, die Werbepartner tatsächlich. Ja, die waren immer fake. Das war dann immer, Genau. fällt mir jetzt gar nichts ein, aber für Puma gab es irgendwie eine Entsprechung und Ja, für Frühkölsch war Adidas. Spätkölsch Genau. und ja. Genau, das war, nee, die Werbung war immer nicht echt, aber die Vereinsnamen und die Spielernamen komischerweise schon. Und ich dachte aber, dann hat aber Star bei Super Soccer die Mannschaftsnamen aber angepasst. Die hatten ja keine Lizenz, ne, Die damals. haben die aber gelassen. Die haben die original gelassen. Die war Auch das. die Teamnamen selber, Ja, also absolut, ja. Ja, wenn du bei startest. jeder Version, ja, also. Also bei der PC-Version weiß ich es auf jeden Fall. Und das ist ja die Hauptversion gewesen zu dem Zeitpunkt, würde ich mal sagen, als die das dann kommerziell verkauft haben. Und da waren die Vereinsnamen, das war ja so genial, dass die halt alle drin waren. Und dass dann ja auch von den. Und dass da halt auch so viele kuriose Amateurfußballvereinsnamen dabei waren, die aber halt alle echt waren. Also ich hatte ja in meinem Text ja irgendwie Hassia Bingen erwähnt, einen Verein, den ich nur wegen des Spiels kennengelernt habe. Oder halt diese ganzen Berliner Amateurvereine, Rapide Wedding oder in deiner Version ist es ja SC Charlottenburg stattdessen. Ja. Also da hat der Star halt irgendwie komischerweise auf Amateurlevel Anpassung vorgenommen, wo ich wirklich im Leben nicht drauf komme. Warum man Rapide Wedding mit SC Charlottenburg aus oder umgekehrt austauscht, weil beide Ich den kann exakt gleichen Status von kennt sowieso keiner haben, ja. Also SC also ich kann Charlottenburg sogar dir eher, weil die waren mal in der zweiten Liga ein Jahr wenigstens. also die Auswahl damals war mit Sicherheit auch bei mir oder bei uns beliebig. Ne? Also irgendwie der Frank und der Ja, Bernd klar. haben mir diktiert aus dem Kicker-Magazin. Oder umgekehrt und einer hat getippt. Ne? So haben wir das damals gemacht. Und ich habe ja diese Unterteilung am Anfang, wo du irgendwie auch hier Deutschland, Norddeutschland, Süd irgendwie spielen kannst. Und da ist die Zuordnung, welche Mannschaften ich dann dafür genommen habe, das war völlig willkürlich. Ne? Und da steckt ja nichts dahinter. Und also ich hoffe, dass sich da keiner benachteiligt oder bevorteilt fühlt. Da steckt ja wirklich nichts hinter. Also das war einfach irgendwie einfach ausgewählt. Und also auch zu Charlottenburg habe ich jetzt kein besonderes Verhältnis in Ja, keine Richtung habe ich gehabt. mir Es schon war einfach gedacht, gut, dass es ne? irgendwie drin war. Ne? Aber ich Ja. bin das, ich lerne jetzt gerade parallel ja selber so ein bisschen wieder. Ne? Also wo du jetzt die Namen genannt hast, ich hatte mir halt vorher nochmal das Programm ja angeschaut in den letzten Tagen und da gab es ja auch bei dir im Blogbeitrag, hat ja ein User ja genauer geschrieben, wie er glaubt, wie die Dateien aufgebaut sind und so. Stimmt, Ne? das war auch total Und abgefahren, oder? Dass ja, jemand die Mühe macht, ja.
Der Witz ist, in den Kicker-Dateien sind die wirklich kommentiert. Da steht wirklich drin, wie die zu lesen sind. Das haben die Ah. wahrscheinlich bei Starbite nachher rausgenommen. Aber sowohl in der Spielanleitung, die bei Kicker dabei war, als auch in den Dateien selber am Ende steht tatsächlich genau das Format beschrieben und wie die miteinander verquickt sind, die Dateien. Und jetzt habe ich halt mal nachgeguckt. Ne? Und ich habe jetzt die ganzen Spieler, die wir eben genannt haben, die haben als letzten Wert steht bei denen immer 34. Und 34 wird der Teamname gewesen sein. Ich habe jetzt in die Teamtabelle geguckt und da steht an in der Zeile 35 steht Blau-Weiß 90 Berlin. Und die erste Zeile ist nur so eine Meta-Zeile, wo drin steht, wie viele Einträge jetzt drin sind, also wie viele nationale und wie viele internationale Mannschaften bedeutet das. Das war, glaube ich, auch mal spekuliert worden. Das ist es, ne? Also die ersten beiden Zahlen in der ersten Zeile heißen, wie viele nationale, wie viele internationale Teams. Und deswegen ist das die Beziehung. Ja, also intern ID 34 ist Blau-Weiß 90 Berlin und alle Spieler, die in der Spielerdatei halt die 34 da stehen haben, die gehören halt dann zu Blau-Weiß 90 Berlin, originär. Ne? Und das war ja auch die Idee. Deswegen konnte man eigentlich, wenn man diese Information hatte, mit einem Texteditor sich das alles selber zusammenstellen, wie man das wollte in Kicker. Hätte ich Das ist. persönlich nie gemacht, also selbst wenn ich es gewusst hätte, wir fanden das immer so genial, dass es halt so war und dass es immer noch, also auch Jahre später, immer noch halt die Namen von, weil also unser Verein Blau-Weiß ist ja dann irgendwann Konkurs gegangen und musste in der Kreisliga C neu anfangen und so weiter. Also war quasi erstmal so richtig nicht mehr existent. Und dann war das für uns immer so toll, immer noch mit diesen coolen Spielern, mit dieser letzten oder den letzten beiden Mannschaften quasi, die immer noch spielen zu können, als wäre halt nichts passiert im Sommer 92 dann, als Aber dann schau mal, das. jetzt hast du die Möglichkeit, die Saison 2021, 22 vorzubereiten und Blau-Weiß 90 Berlin direkt in die zweite Liga zu platzieren. Das wäre ja Ja? Das ist fake. ja, okay, gut. Na, Oberliga spielen sie ja schon wieder, sind ja schon wieder in der Oberliga angekommen. Okay, dann das halt. Aber ich bin ja heute Ja. Tennis Borussia-Fan, also eigentlich auch schon seit Ja. damals. Ja. Und da, gut, die sind in der Regionalliga sogar, die dürfen noch eine höher einsteigen und sind ja auch Bestandteil des Spiels. Ja, Aber Fake, es ist so eine Sache. Ne? Die Idee war ja, die war ja wirklich damals relativ innovativ, dass man ja diese verschiedenen Spielwelten hatte und auch das Reglement anpassen konnte. Das war total Und so abgefahren, gesehen, ja. wenn du da die Spielwelt machen kannst, die ganz klar sich ja auch auszeichnet, dass sie eine Zukunfts- oder eine andere Realität darstellt, dann ist das auch eine, wo Blau-Weiß 90 Berlin auch so toll ist, dass sie tatsächlich deutscher Meister werden wird. Ne? Das ist dann schon, finde ich, legitim. Ne? Das ist ja, gibt es da, also das ist ja in der Tat so, diese ganzen Regelanpassungen und verworfene Ligareformen und diese ganzen Geschichten, das hat ja kein anderer so gemacht. Also kein Ja. anderes Spiel. Das ist wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. War das jetzt einfach auch so eine Idee, weil du halt auch Kicker gelesen hast und aber welche Idee haben die? Und das mache ich jetzt einfach mal, weil das ist, also da gibt es ja auch keine, wie gesagt, da gibt es ja auch kein Vorbild für, ne? In irgendeinem Nee, anderen wir haben nicht Spiel. nur kopiert, wir haben tatsächlich auch eigene Ideen Ja, gehabt. natürlich, Und ja. Also. inspiriert war das natürlich, ja klar, also diese verworfene Ligareform, die ich da anspreche. Ich habe das jetzt auch nicht mehr recherchiert. Wahrscheinlich kannst du mir das erzählen, eher als dass ich es weiß. Wahrscheinlich gab es das wirklich irgendwie, diese Idee, die wir da drin hatten. Und Also dieses grundsätzliche Konzept, das hat beim DFB existiert. Es wurde dann halt, wie du es ja auch genannt hast, verworfen. Ja, ja. aber es wurde damals diskutiert und soll man das jetzt so und so machen und man musste halt irgendwie sich bewegen, weil jetzt halt die Wiedervereinigung kam und damit quasi ja, andere Vereine integriert werden mussten in den Spielbetrieb und wie macht man das und so. Und da hat man dann so ein bisschen größer gedacht und dachte, hey, wir machen eine Ligareform. Und das war dann genau das, was du da sozusagen umgesetzt hast. Aber da hat sich schon ein Jahr später eigentlich keiner mehr daran erinnert. Tatsächlich, außer denen, die es halt bei Kicker oder bei Starbite dann gespielt haben. Ja. Genau, das war, glaube ich, einfach nur Glück, dass es genau zu dem Zeitpunkt irgendwie diskutiert wurde, sodass wir es reingebracht hatten. Und die anderen Möglichkeiten, die wir dann da reingebracht hatten mit, was gab es denn alles? Playoffs, ne? Wie beim Eishockey. Oder Zusatzpunkte, wenn man viele Tore schießt oder solche Geschichten. Ja, Ich und ich glaube, glaube, die haben wir extra uns. Punkt, wenn du Hin- und Rückspiel für dich entscheidest oder so, kriegst du, glaube ich, einen Genau. extra Punkt, irgendwie sowas, ne? Genau. Genau, ich glaube, das haben wir dann einfach dazu, wenn man sowieso mal auf dem Pfad war, dass man gedacht hat, man muss ja nicht das Standardreglement spielen, haben uns da einfach ein paar Ideen noch ausgedacht, die auch wirklich dann einfach umsetzbar sind. Und das war dann einfach die Geburt, dass es überhaupt dann Spielwelten gab, dass es überhaupt diese Unterscheidung gibt.
Und ich glaube, wir haben aber trotzdem immer nur den Standard gespielt, wenn ich Ja, ehrlich wollte bin. ich gerade sagen, also wir haben immer mal so Jux-Spielstände gemacht, wo wir dann eben diese Ligareform gespielt haben oder Extrapunkte oder irgendwelche Anpassungen gemacht haben. Das haben wir dann immer mal gemacht, aber das waren dann eher so Eintagesspielstände, die wir dann nicht weiter Ja. verfolgt haben. Die wir ernsthaft gemacht haben, die ernsthaften Spieldinger waren ganz klassisch. Auch Zwei-Punkte-Regeln noch. Und da haben wir nichts verändert. Da haben wir tatsächlich auch den Standardmodus gespielt. Aber wir fanden es trotzdem immer cool, dass wir das anders auch hätten tun können. Ja, das war schon auch wichtig, ja, dass es das gab und dass wir das immer uns erzählt haben, dass wir das irgendwie jetzt demnächst mal wieder machen und so. Und dann komm, lass mal lieber den Spaßspielstand machen. Wir haben eh nur 3 Stunden oder so. Weil dann kann man ja, dann ist es ja nicht so wichtig. Ja. Das größere Problem war tatsächlich für uns, das Abspeichern, also bei der PC-Version, da kannst du nichts für, weil die ja bei der Kicker-Version ja irgendwie noch kryptischer ist. Bei der PC-Version musst du ja einen Namen angeben, sagst dann, okay, der Spielstand heißt jetzt Dennis und Niki. Dann tippst du das ein und wenn du den wieder laden musst, musst du halt wissen, wie der Spielstand heißt. Wenn du das Das ist vergessen hast, aber immer noch so, glaube ich. ist das so? Also bei Ich meine, es der, ist eine ja? Kicker-Version, die ich, also man kann natürlich auf die Diskette einfach drauf gucken. Wenn man es nicht weiß, dann legt man die Diskette ein im Datei-Explorer. Wie hieß das damals bei Jam im Atari ST? Weiß ich schon gar nicht mehr. Da guckst du einfach, wie die Datei heißt, ne? Aber es gab keinen File-Auswahl-Dialog. Das war das Problem, ne? Beim PC gab es, glaube ich, keine Datei, die den Namen deines Spielstands hatte. Ach. Glaube ich. Also, oder ich erzähle jetzt Quatsch, das kann. Also ganz gefährliches Halbwissen meinerseits. Ja. Aber ich meine, dass das einfach irgendwo in irgendeine bestehende Datei reingeschrieben wurde. Ich gucke mal gerade, wie es bei Kicker ist. Ich habe das irgendwie so parallel gerade alles mitlaufen im Emulator. Und ich mache mal so ein Disk-Image auf mit dem Spielstand. Guck da mal rein, das würde mich gerade mal interessieren. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich da nichts irgendwie versucht habe, von den Dateinamen zu kaschieren. Ah, jetzt habe ich das falsche Verzeichnis angeklickt und es braucht eine Minute. Ja, gut, okay. Ja, das und die haben das, glaube ich, umgestellt bei Starbite Super Soccer. Ich hatte das damals mit so einer grafischen Tabelle gemacht und hatte so ein zweiseitiges DIN A4-Blatt gehabt Genau, das habe ich mit so gesehen einem in deinem Koordinatensystem, ne, wo man halt so irgendwie fünf diese grafische Anleitung, ne? Codes, ne, genau. Und das, glaube ich, haben sie bei Starbite Super Soccer mit der Bedienungsanleitung damals verknüpft. Das haben die auch geändert gehabt. Genau. Die haben ja dann gesagt, welches Wort steht auf Seite 7 als drittes Wort oder sowas. Ja, waren irgendwie, ich glaube, es waren so ungefähr 20 verschiedene oder so, die dann da in Frage kamen. Und das hat natürlich wahnsinnig genervt. Ja. Aber es war immer noch einer der freundlichen Kopierschütze, weil gab ja auch genug andere mit diesen Drehrädchen und was man damals alles gemacht hat, ja, um Piraterie zu vermeiden. Ja, hat nichts davon geholfen am Ende. Aber deswegen. Ja, deswegen kämpfen sich ja manche mit dem aus dem Netz gezogenen Version. Also mindestens eine bietet dir einfach gar nicht an zu speichern. Du kannst da bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag spielen und dieses S für Speichern kommt einfach nie. Am Ende des Aber das Levels. muss zum Beispiel eine sein, wir hatten es am Anfang angesprochen, da muss das ja jemand irgendwie dekompiliert haben und das irgendwie rausgeschmissen haben. Wahrscheinlich, Ja, ja. das ist, dass das Oder so ist ist. es, oder kommt es, wenn du das irgendwie, weiß ich, wenn du das falsch installierst oder so, du musstest ja die PC-Version auch immer installieren. Die hat ja nicht aus der Disk heraus funktioniert, sondern du musstest es ja wirklich auf einer Festplatte installieren. Und wenn man das dann vielleicht in ein Image packt oder so, dass der das automatisch dann mit irgendeinem, weiß ich wo, Eintrag gegencheckt und deswegen das dann nicht funktioniert. Also irgendwie wirkte das relativ clever auf uns. Aber gut, wir hatten ja das Das weiß Original, ich, ja, das weiß ich tatsächlich wirklich gar nicht. Also da habe ich Das ist keinen Einblick. nicht deine Schuld auf jeden Fall. Aber du hattest ja dann Kicker programmiert, also irgendwann war das ja dann fertig. Ja. Wie bist du denn dann auf die ASM gekommen? Du hast einfach gedacht, so, ich habe jetzt hier mein Spiel und das fange ich jetzt mal an zu verkaufen? Oder du warst ja, glaube ich, auch einer der ersten Einträge in dieser Mikrowelle, ne? Glaube ich, oder bin ich sogar der Tatsächlich. Erste? Ja.
Tatsächlich kriegen wir das nicht mehr übereinander. Also da habe ich auch mit Bernd und Frank drüber gesprochen. Wie sind wir eigentlich in die Mikrowelle reingekommen? Und ich kann nur zwei plausible Erklärungsmodelle anbieten, aber ich weiß es nicht mehr. Also ich habe in meinen Unterlagen kein Anschreiben, kein Brief oder so gefunden, dass ich mich aktiv an die Mikrowelle gewendet habe. Ich glaube aber trotzdem, dass es so gelaufen ist. Weil die haben ja irgendwann mal aufgerufen. Wir haben die ASM damals immer gehabt. Wir hatten immer die ASM und es gab doch noch parallel noch eine andere. Powerplay war Die die andere. Powerplay natürlich, genau. Die Genau. bessere war ja die Powerplay oder die seriösere. Oder ich weiß, also Seriöser Platz, glaube ich, ja. hatten wir so empfunden. Ne? Ja, Die ja. ASM war immer so, da war immer alles geil und ich weiß auch nicht. 14 Seiten Leserbriefe. Und also Tests, die, na, ist egal. Also es kann sein, dass ich mich aktiv an die gewandt habe. Das halte ich eigentlich auch für die wahrscheinlichste Variante. Ich weiß, dass wir auch eine Zeit lang das Kicker als Shareware wirklich, dass ich das dann verkauft habe. Also Ah, irgendwann. okay. Also ja, also das ist auch irgendwie inseriert oder so in so Kleinanzeigen oder wie Ja, läuft das? also es gibt zumindest einen Leserbrief, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Der ist auch in der ASM erschienen, aber ein paar Ausgaben nach der Mikrowelle, als das getestet wurde. Und das heißt, es gibt einfach die Möglichkeit, entweder habe ich mich direkt an die gewandt oder ich habe das schon vorher als Shareware irgendwie verkauft und dann muss es so gewesen sein, dass ich in Atari-Magazin oder so eine Kleinanzeige geschaltet habe. Das hatten wir vorhin auch schon mal. Das haben ja viele gemacht, dass die so irgendwie Vierzeiler als Kleinanzeige Inserat eingestellt hatten und das ein bisschen beworben hatten und darüber verkauft haben. Bei einer Mikrowelle selber steht ja auch keine Adresse, da steht ja nur der Name und dann halt Troisdorf, fertig. Ne? Genau. Da Ja, steht nichts drin. Da steht wohl schon irgendwie der Satz. Moment, ich habe es gerade hier sogar liegen. irgendwie sowas Hier, so wie wir Original, wollen. ne? Ah, stark, das ist stark. Ich hab nur das, was du in dem Kicker-File Ja. mit drin hattest. Klappentisch. Da stand so ein kryptischer Satz wie, na, da wollen wir doch mal sehen, ob das nicht auch bald richtig erhältlich ist oder irgendwie so. Genau, deshalb werdet ihr auch den exzellenten Fußballsimulator, den wir euch heute vorstellen, wohl bald käuflich erwerben können. Ausrufezeichen. Ja. Und ich glaube damals, das haben die geschrieben, weil damals schon ich mit Mikropartner verhandelt hatte. Mikropartner war die Firma, die als Label Magic Bytes hatte. Da, unter dem Namen kennt man die Ja. vielleicht eher. Und ich vermute, aber auch das ist nur plausibel für mich heute. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich denke, dass sie deswegen darauf irgendwie verweisen. Und da bringen wir erstmal das, was wir vorher hatten, zu Ende. Also entweder habe ich denen das aktiv geschickt oder sie haben es durch eine Anzeige mitbekommen. Ich weiß es nicht mehr. So, und der zweite Punkt war, dann kam das halt in der Mikrowelle, dieser Testbericht von Kicker, der ja wirklich für mich sehr positiv war. Absolut, ja. Mit diesem Verweis schon, ihr könnt es bald käuflich erwerben. Und ich denke, ich hatte halt einen Vertrag mit Magic Bytes Mikropartner damals, dass sie das vermarkten wollten, das Spiel. Und dazu ist es dann aber nicht gekommen mehr. Vielleicht ist auch deswegen in der Mikrowelle dann keine Adresse und nichts für einen weiteren Verkauf drin gewesen. Auch das klingt jetzt nur plausibel für mich. Kann ich nicht sagen, ob es wirklich so war. Muss ich mir mal andere Ausgaben auch mal angucken, ob da bei der Mikrowelle mal eine Adresse stand. Weiß ich Ja, ehrlich gesagt das auch gar wäre nicht. noch interessant, ne? Genau. Bei Mikropartner war es so, dass dann der Vertrag aber wieder Ende 1991 war das dann, ne? Mikrowelle war 91, Sommer 91, genau, Ende. Mikrowelle war September 90, glaube ich. Ja, stimmt, Ausgabe 899. Das war dann Genau. Anfang 92 oder so war das dann, glaube ich, mit dem fertigen Spiel dann, also mit der Ja, Startup-Version dann ich im sehe es auch Test. gerade. Also die Vertragsaufhebung mit Magic Bytes war im Oktober 1990. Da habe ich ein Schreiben nämlich noch. Ich habe witzigerweise nicht mehr den Vertrag mit Magic Bytes oder den Vorvertrag, aber ich habe das Schriftstück zur Vertragsaufhebung. Wollten die das nicht Und haben oder wie kam es da zur Aufhebung? Also, also die Begründung damals war, dass sie gesagt haben, also sie wollten das auch auf verschiedene Systeme portieren. Das glaube ich, das wollten immer alle, weil Verkauf nur auf dem ST, glaube ich, hätte sich nicht gelohnt für die meisten. Und die haben damals gesagt, sie hätten Schwierigkeiten bei der Portierung. Es sind, glaube ich, zwei Gründe hauptsächlich benannt worden. Müsste ich sonst auch nochmal reinkramen, was genau da stand. Aber soweit ich mich noch erinnern kann, war das Hauptproblem, dass die sagten, dass das Spiel abstürzen würde
dass es wohl irgendwelche Speicherschutzverletzungen geben würde und dass sie das nicht in den Griff kriegen würden. Und ja, und eben, dass es so extrem lange Lade- und Speicherzeiten geben würde. Und ich kann aber aus heutiger Sicht jetzt nicht sagen, ob das wirklich die Gründe waren oder ob die vorgeschoben waren. Also ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, dass mir Kicker abgestürzt ist. Oder wenn man das heute im Emulator spielt, mir ist es bisher noch nicht abgestürzt. Aber das heißt ja nichts, ne? Ich weiß es nicht. Mit den langen Nein, Ladezeiten dem und Image. Speicherzeiten, ja, das war so, das war ja immer so. Das sah man, also wenn man spielt, dann weiß man halt, wie lang die Ladezeiten sind, ne? Also Genau, ist halt ja. so, ne? Ja, aber das und wie waren die auf dich gekommen? Also, da hat es dann, das Spiel hat es fertig, war halt nicht nur an die Mikrowelle geschickt, sondern auch an Firmen, die du irgendwie, von denen du, die du irgendwie kanntest, Nein, oder wie nein. kamen die zu dir? Ich denke, die sind über die Mikrowelle rangekommen. Auch das kann ich nur mutmaßen, aber ich hatte ja keine Kontakte, ne? Und ich werde die nicht selber angeschrieben haben. Entweder haben die auch wie die Mikrowelle auch, dass sie das irgendwie als Shareware mal irgendwo gesehen haben. Oder was ich auch jetzt als plausibler empfinde, aber auch, das ist auch nur gemutmaßt, dass die ASM-Redaktion, die haben ja auch Kontakte. Und vielleicht haben die da mal was gezeigt, vielleicht ist das vorher schon irgendwie rumgegangen. Weil die das ja auch so geschrieben haben, ihr könnt es bald Ja, käuflich werden. Also eben. vielleicht ist darüber schon vorher irgendwas gelaufen, dass die gesagt haben, guck mal hier, wir haben hier ein Spiel, das wollten wir eigentlich in der Mikrowelle vorstellen, das gefällt uns richtig gut. Wollt ihr das nicht vielleicht haben und dass darüber das passiert ist? Das ist so, das klingt für mich irgendwie. So fühlt es sich irgendwie richtig an, dass es so gewesen Ja, sein könnte. zumal die natürlich Aber in der Tat, natürlich die ganzen Zeitschriften in Deutschland waren natürlich insbesondere mit der deutschen Softwareindustrie oder mit den Spielefirmen, die es ja gab, das waren ja nicht so viele, waren die natürlich alle dicke. Ne? Das hört man ja auch immer wieder, wenn man Heinrich Lenhardt oder so in seinem Podcast erzählen hört oder auch wer da so als Gast ist. Das war ja nicht, hier ist die Presse und da ist die Industrie, sondern da waren ja durchaus Mischverhältnisse gegeben, dass man scheinbar wäre insofern eigentlich nur logisch, dass die, wenn die ein gutes Spiel sehen, das deutlich über das herausragt, was die vielleicht sonst so bekommen haben, dass die dann gesagt haben, oh Gott, das muss ja irgendwie verkauft werden, das geht ja gar nicht anders oder so, und dann das vielleicht rumgeschickt haben oder Kontakt hergestellt haben zu dir oder irgendwie sowas, ja. ich denke, dass, ja, so klingt es für mich eigentlich okay. Und ich meine, dass es da gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten Deutlich, ja. gibt, liegt ja irgendwie auch auf der Hand. Ja. Ja, nicht du? Du, ich. Als das in der Mikrowelle erschien, also da musst, okay, du hattest ja schon eine andere Veröffentlichung mit diesem Listing von dem Editor, aber muss der stolz wie Bolle gewesen sein, dass Ja, klar. das also auch mit einem wirklich, also wirklich sehr positiven Text auch dazu und nicht so, ja, kann man mal antesten, sondern die sagen ja klar, das ist ein total cooles Spiel. Und da wäre ich ja schon höher als ein Hochhaus gewesen sozusagen. Das war das im Prinzip eigentlich schon zu dem Zeitpunkt das, was du dir jemals hast vorstellen können, was du damit erreichen kannst, oder wie, oder war das dann eher so, okay, jetzt geht's richtig los? Oder wie muss man sich so deine Denkweise, wenn du dich daran noch erinnern kannst, nach 30 Jahren? Ich würde es verstehen, wenn nicht. Wie hat sich das angefühlt für dich? Also zunächst muss man sagen, ich hatte das nie mit dem Hintergedanken entwickelt, dass das irgendwie kommerziell mal ein Erfolg werden könnte. Das war nie die Motivation, das Kicker zu entwickeln. Und das ist eher so, dass dann daraus was wurde, was man wirklich veröffentlichen konnte und wo vielleicht andere Menschen sich für interessieren. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen auch mit vom Frank mitgetrieben worden. Ne? Der Frank hatte auch Freunde, besonders einen, der hat das auch zum Erbrechen gespielt und die haben alle das Potenzial gesehen und waren immer der Meinung, da muss man irgendwie was draus machen. Und ich weiß, dass ich das natürlich ganz geil fand damals mit der Mikrowelle, aber ich glaube, ich habe nicht so richtig weiter nach vorne geguckt, was das bedeuten könnte oder ob das eine Bedeutung für mein Leben haben könnte oder so. Das habe ich, glaube ich, dem Raum habe ich dem Spiel nie gegeben damals. Also da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, ich würde mich daran erinnern, weil das ja dann auch vielleicht mit einer riesen Enttäuschung verbunden wäre mit dem, was später passiert ist. Und das ist es nicht. Also da kommen wir ja gleich noch drauf. Es war immer so ein schöner Mitnahmeeffekt. Auch toll, Mikrowelle, super, da interessiert sich jemand für. Und
ganz Rumzeigen toll, in der aber Schule wahrscheinlich oder bei Freunden, ne? Guck mal hier, mein Spiel. also ich weiß, dass ich das mit Schulkameraden auch gespielt habe, mit den zwei, dreien, die ich da, die dann auch so computeraffin waren wie ich. Aber viel mehr. Also ich war jetzt nicht schulbekannt deswegen. Ja? Also ich war jetzt nicht prominent deswegen. Okay. Aber es hat halt so viel, glaube ich, an ja, dann Stolz doch mit der Mikrowelle oder auch positive Aussicht gebracht, da ich dann schon versucht habe, danach mehr zu machen. Ja? Also als es dann mit, als das dann die Vertragsauflösung war mit Magic Bytes, ich glaube, da war ich schon was geknickt, aber ich habe dann einen Leserbrief geschrieben an die ASM. Und wenn ich das, ich habe leider nur noch das hier. Man sieht es nicht gut, weil ich den Hintergrund drin habe. Ne? Nee, Ich aber weiß nicht, ich was glaube, für ich die habe das Ausgabe? auch gescannt. Kann das sein, dass ich das auch gescannt habe? Das müsste die Ausgabe. Also handschriftlich hatte ich mal draufgeschrieben, ASM 391. Okay, ja, das findet sich ja dann, ja. Genau, das müsste man nochmal nachschauen. Ich habe es halt so ausgeschnitten, dass man nicht mehr das, was sonst unten rechts oder unten links immer gesehen hat, wo wirklich die Ausgabe drin stand. Aber handschriftlich steht da ASM 391 drauf. Da hatte ich einen Leserbrief geschrieben, wo ich drauf Bezug genommen habe, dass wohl es andere Leserbriefe gab, die gefragt haben, wo denn jetzt Kicker wäre. Ja, wo man das jetzt eigentlich kriegen kann und wo man das käuflich erwerben kann. Ja, Und so ging es mir ja auch, ne? Ich habe das ja auch gelesen damals, die Mikrowelle, und wollte dieses Spiel haben. Ach Hab echt? dann, ja, klar, das war der Ausgangspunkt. Also Ach klasse. war ja auch ASM und Powerplay-Leser Ah, okay. und ich kannte halt den ersten Bundesliga-Manager und so, aber irgendwie dachte ich, Ja. ja, der ist geil, das ist so wie der Text war und so dachte ich, das ist genau mein Spiel und ging ja, wie gesagt, auch viel um auch Abgrenzung von meinem Bruder und so, weil wir jetzt altersmäßig einfach sehr nah beieinander Ah, das sind. hatte ich gelesen, ja, mit dem, der hat Ja. immer das andere Produkt gespielt, ne? Genau, Ja. wir waren dann immer das, also wir mögen uns wirklich sehr und sind tolle Brüder heutzutage, aber die Rivalität war halt einfach da. Und ich habe gedacht, das ist genau mein Ding, das ist genau das Spiel für mich. Und dann hieß es warten. Ich habe zwar nie einen Leserbrief meines Wissens nach jedenfalls irgendwo hingeschickt, aber die Frage habe ich mir auch gestellt. Dann wirst du aber auf jeden Fall nicht meinen Leserbrief auch gelesen haben, weil sonst hättest du ja Kicker schon bei mir bestellt gehabt. Ich Wahrscheinlich war habe ich den nämlich, dann nicht gelesen, ja. ja, ich befliege ihn gerade selber. Ne? Also ich habe dann eben geschrieben, ja, ich habe die Anfragen gesehen und dann habe ich einen recht pumpigen Absatz über Mikropartner geschrieben. Ui. Das heißt, wenn ich das gerade so lese, glaube ich, habe ich nicht eingesehen, dass es da Fehler gab in der Art und Weise. Also das lese ich gerade so raus. Ne? Ich kann mich über die Praktiken einer solch renommierten Softwarefirma nur wundern. Okay, hat die ASM so abgedruckt. Sehr Die gut. ASM hat eigentlich sich nicht so um Diplomatie geschert. Das Ja, war ja, also. die haben ja auch alle System Wars durchführen lassen und so und Leserbriefe, die andere Leserbriefe wieder beleidigen und so. Das war ja eigentlich Ja. durchaus Teil des Konzepts so ein bisschen. Okay, Aber ja, bin ich krass, auch dass du auf das so Lage. geschrieben hast, ja. Ja, Also. also ich dachte, ich hätte jetzt auch mitgeschickt. Aber also soll ich es mal kurz zitieren? Also es steht Ja, wirklich ganz, gerne. also das in eurer vorletzten Ausgabe der ASM fand ich eine Anfrage nach dem Verbleib meiner Fußballsimulation Kicker. Das Programm sollte zunächst, wie von euch korrekt berichtet, von der Firma Mikropartner vertrieben werden. Ach, dann haben die das später wohl auch nochmal geschrieben. Wahrscheinlich in den News irgendwo vorne, ja. Vielleicht muss ich auch nochmal suchen dann. Der Vertrag wurde jedoch auf mein Drängen aufgelöst, da Mikropartner entgegen der Zusage vor Vertragsabschluss, das Programm so schnell wie möglich umzusetzen und zu veröffentlichen, plötzlich nicht mehr bereit war, den Aufwand für die Umsetzung auf PC und Amiga zu übernehmen, sowie einige angebliche Fehler bei der ST-Version bemängelte. Dies erfuhr ich jedoch nicht, wie man erwarten könnte, durch eine Benachrichtigung vom Mikropartner, sondern erst durch einige Telefonate meinerseits bei der Firma. Ich kann mich über die Praktiken einer solch renommierten Softwarefirma nur wundern. Okay, dann war es wohl so, dass Wow. genau, der Vertrag war ja dann wohl schon irgendwie im frühen Sommer oder so dann geschlossen worden, dass einfach nichts passierte. Und dann wir am Ende einfach gesagt haben, bitte, dann halt nicht, dann Vertrag bitte lösen, dann versuche ich selber wieder. Und dann haben die wahrscheinlich diese Vertragsaufhebung und haben dann diese Punkte reingeschrieben. Ja. Okay. Und dann geht es hier weiter. Ich habe mich nun entschlossen, Kicker in einer überarbeiteten Version als Shareware-Programm zu veröffentlichen. Das Programm wurde zuletzt auf STs mit dem alten TOS von 86 sowie dem Blitter-TOS ausgiebig getestet, wobei Fehler in einem Umfang, den Mikropartner festgestellt haben wollte, nicht auftraten.
Kicker ist für 35 D-Mark auf zwei doppelseitigen bespielten Disketten, einer umfangreichen Anleitung und, ganz wichtig, einer Codeliste zum Abspeichern von Spielständen unter folgender Adresse zu beziehen. Und dann steht da meine alte Adresse und da konnte man Stark. das. Aber da warst du ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht mit Starbite in Verhandlungen, offensichtlich. Genau, offensichtlich nicht, wobei das ganz knapp dann gewesen sein muss. Weil, also das war die Ausgabe 391, das war damals, glaube ich, bei den Spielmagazinen oft so, dass die Nummer der Ausgabe nicht übereinstimmen musste mit dem Monat. Ne? Das hieß dann nicht März 91, sondern die sind ja, glaube ich, immer ein bisschen früher dann erschienen. Im Übrigen kann es sogar sein, dass ich deinen Leserbrief gelesen habe, aber mit der Atari-Version hätte ich ja nichts anfangen können, weil ich habe ja Ah, einen natürlich, PC. klar. Ja, Ja, klar. und früher ein C64, das heißt, ich war ja da Ja. aus dem Game raus sozusagen und musste weiter warten, ja, auf Ja, eine wieso? Wenn das Umsetzung. Interesse so groß gewesen wäre, hättest du natürlich dafür einen Atari ST kaufen müssen. Nee, Quatsch. Ja, wenn ich reich gewesen wäre, ja. Kam denn da Post dann? Ich bin mir immer nicht so Ja. sicher, auch damals, wie viele Leute dann wirklich, also auch einfach irgendwie Geld irgendwo hinzuschicken und so. Ja, doch, ich habe da einiges verkauft. Also, ich kann mich erinnern, wie wir Aufkleber gedruckt haben, auf Disketten geklebt und braune Briefumschläge gemacht haben. Und ich habe dann, glaube ich, dafür auch wirklich eine Anleitung geschrieben gehabt, und wie wir das versendet haben. Und da ist schon ein bisschen was rumgekommen. Das ist jetzt nicht dreistelliger Bereich gewesen von Anzahl, aber irgendwas zwischen zweistellig und dreistellig wird es gewesen sein. Ne? Ja, das ist Also, ich glaube schon, dass schon es. sehr, sehr ordentlich, ja, So 30, für. 40, 50 Stück werden das schon gewesen sein. Ne? Also Dann. das ging ganz gut, glaube ich. Ja, Aber cool. es muss dann eigentlich auch sehr zeitnah die Starbite auf mich zugekommen sein, weil ich habe so zwei Briefe gefunden, wo die mich angeschrieben haben, wo die gesagt haben, die schreiben mich jetzt postalisch an, weil meine Rufnummer war halt nirgends zu finden. Vielleicht haben sie es sogar aus der Anzeige raus, keine Ahnung. Vielleicht, ja, wahrscheinlich sogar. Und waren halt interessiert an der Vermarktung. Das muss sehr dicht gewesen sein von der Zeit, weil, also diese Anschreiben, ist ganz spannend, das war wohl damals nicht üblich, da steht kein Datum drauf. Ja, das sind Briefe, also ich habe das immer gelernt in der Schule, Ja, rechts der immer Ort, Datum. Komma Datum, aber Ja. auf diesen Briefen, auf diesen beiden Briefen steht tatsächlich kein Datum drauf. Der Vertrag, den ich dann mit denen abgeschlossen habe, der ist von. Moment, ich habe es mir irgendwo auch aufgeschrieben, nochmal ganz konkret. Vom 26. Februar 91. Ne? Also das Okay, ist schon sehr aber zeitnah. Ne? Das das muss dann ist ziemlich schnell gegangen zeitnah. sein. Ja, Ne? war dann wirklich so, oh, da will jemand und dann Genau. war das Angebot so, wie du es haben wolltest und dann habt ihr euch Ja, wahrscheinlich oder schnell aber auch, dass geeinigt. es jemand macht. Ne? Also ich Ja, wahrscheinlich auch das hatte ja einfach, ne? keine Das, Vorstellung. ja. Was wohl auch noch ganz interessant ist, ich habe so auf diesen Briefen, da sind so handschriftliche Notizen noch drauf. Die sind, glaube ich, von Bernd, meinem Stiefvater. Ich glaube nicht, dass ich da die Verhandlungen geführt habe oder so. Und da steht zum Beispiel Du handschriftlich warst ja noch drauf, dass die minderjährig zum Zeitpunkt, ne? Oder warst du schon, 1900, oder warst du von 18? Ich bin jetzt vielleicht mal 72, rechner. 16. Doch, warst schon Gerade 18, volljährig. doch. Ich werde Ja. gerade 18 geworden sein. Ich bin von Oktober 72. Also genau, ich bin dann gerade 18 gewesen. Und aber auf jeden Fall sind diese handschriftlichen Notizen von Bernd. Und wir haben da zum Beispiel auch, also ich habe es jetzt nochmal gelesen, wir haben zum Beispiel mit denen auch darüber gesprochen, dass wir haben die Bedenken weitergetragen oder haben sie kommuniziert, nicht, dass man da wohl irgendwie hängen bleibt, über das, was Mikropartner gesagt hatte. Ne? Und Starbite hat wohl damals gesagt, kein Problem, wir haben gute GFA-Basic-Programmierer, wir kriegen das in den Griff, da haben wir keine Angst vor, machen wir. Ja, und dann gab es noch so ein paar Vertragsänderungen, glaube ich, die ich haben wollte, um mich irgendwie abzusichern wegen meiner Kicker-ST-Version, ne, dass ich da nicht im Nachhinein irgendwie Scherereien bekommen würde und so. Und dann habe ich halt Kicker verkauft an die Starbite zu Honorar und Festhonorar und aber auch Beteiligung an den Verkäufen, unterschiedlich gestaffelt von den Preisen, je nach Nach Version. Break-Even dann oder so? Nein, Oder wie war direkt. das? Ach, die, Direkt. oh, okay. Wow. Okay. Also so habe ich es verstanden, glaube ich. Vielleicht muss ich das doch nochmal nachgucken, weil die Jungs von Stay Forever haben das auch nachgefragt, ob dann erstmal das Honorar verrechnet wurde und darüber hinausging. Und so wie ich das aber von den Abrechnungen gesehen habe, glaube ich, war das sofort. Das waren aber, ich weiß auch nicht,
ich hatte ja keine Ahnung auch von Summen. Also ich sag mal, Stundenlohn wäre lächerlich gewesen. Das ist aber meistens Ja, ja in diesem Bereich klar. so. Ne? Das ist ja total albern. Und für mich war, ich habe dafür bei Vertragsabschluss habe ich da 2000 D-Mark für bekommen. Erzähle ich dir auch frei. Ich habe da, also es ist ja alles so lang her und ist ja auch nichts Anrüchiges Es dabei. gibt auch Ne? keine gibt auch keine der beteiligten Firmen mehr. Ne? Also Starbucks gibt es ja auch nicht mehr. Ja, Also aber da ist auch der. keine Verschwiegenheitsklausel drin gewesen, die sagt, dass ich darüber nicht sprechen dürfte. Genau, 2000 Mark habe ich bei Abschluss bekommen und bei Veröffentlichung sollte ich halt 5000 bekommen. Und dann eben anteilig, ich glaube, für die ST-Version war noch der höchste Anteil, weil die ja im Grunde ja fertig war. Und dann eben immer geringere Summen dann für Amiga und PC und ich glaube, für C64 waren es. Noch mal schauen, vielleicht 1,50 Mark oder 50 Pfennige oder so. Ne? Das war ja auch eine komplette Neuentwicklung, mehr oder weniger, muss man auch dazu sagen. Die hatten ja da auch irgendwie noch andere Teams dann involviert, ne, habe ich gesehen in die Umsetzung. Irgendwie Master Design Group oder irgendwie sowas hat irgendwie die, glaube ich, die C64-Umsetzung gemacht, wenn man irgendwie nach den einzelnen ROMs guckt und so. Da steht bei manchen Seiten dann dabei, wer die wohl gemacht haben soll oder so. Okay, Teilweise also sogar mit Namen. C64 muss ja eine komplette Neuentwicklung gewesen sein. Ne? Ja, Bei absolut, ja. Es gab ja auch gar kein GFA-Basic auf dem Ding, ne? Glaube Genau. ich. Weißt du, ob es das für PC und Amiga gab? Für PC PC gibt gibt es auf jeden Fall es, heute GFA Basic noch, fällt mir ja, gerade auf. aber ich weiß Also nicht, ob sie damals schon gab, das weiß ich nicht, aber ich würde mal tippen, ja, weil später ist es doch auch nochmal, oder habe ich das jetzt nur gerade gelesen, irgendwie gestern, dass es das dann irgendwie auch nochmal in so einer Data-Backer-Version, weißt du, diese komischen gelben Büchlein, da auch nochmal ein GFA Basic, glaube ich, für PC gab. Also gab es mit Sicherheit. Ob das jetzt kompatibel war und so, ist natürlich eine andere Frage. ich sehe gerade. Also Wikipedia ist ja dein Freund, ne? Ja, Wikipedia weiß alles. Ja. Genau. Also Commodore, Amiga, DOS und Windows. Seit 86 sogar schon für Amiga. Okay, das erklärt es natürlich auch. Okay. Weil also ich habe dann. Sollen wir schon dahin springen jetzt in die Starbite? Ja, können wir eigentlich machen. Ne? Wir sind ja Können jetzt wir, eigentlich ne? bei Ja. Starbite angekommen. Ne? Und ja, ich habe ja kurz gesagt, was waren so die Rahmenbedingungen? Und dann war das Spiel auch irgendwie fertig. Ich habe auch diese Kartons bekommen. Auf jeden Fall für Amiga, PC und ST habe ich die gehabt, für C64 nicht. Und ich hatte aber keinen Amiga. Ich hatte dann wohl, ich glaube, mein Bruder hatte einen PC. Ich glaube, die PC-Version haben wir damals mal reingucken können. Ja, und aber auch natürlich in die ST-Version. Ne? Und da weiß ich noch, als ich die Atari ST-Version dann eingelegt hatte, und ja, es war natürlich. Klar, super stolz, ne, dass dann sowas dann kommt. Dann hatten die ja ein ganz anderes Titelbild gehabt und dann kommt so eine Titelmusik und so, ne? Und dann beginnt das Spiel. Und dann ist eigentlich alles beim Alten, Ja, ist ne? eigentlich, der einzige Unterschied ist, glaube ich, Kicker gibt es nicht diese Ansagen, ne, bei den Spielszenen. Auf PC Ja, gibt der es ja Wert, diese, ja. der Fahrer des Sportwagens mit dem Kennzeichen BO für Bochum, bla bla bla, möge sein Auto aus dem Parkverbot holen oder so. Das haben die nur bei der PC-Version, glaube ich, gemacht, ne? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Also den Bernd hatten sie rausgestrichen mit Kicker. Ist ja logisch, die dürfen ja den Namen Kicker nicht verwenden, denke ich. Das ist überhaupt Das sind ja erstaunlich, Dinger, dass du, das sind, dass du ja. nie da, dass du nicht da anwaltliche Ja. Post bekommen hast. Hat aber Vielleicht. keiner von uns, ne? Also Nee. auch der Gerald Köhler Ja. auch nicht. Und ja, so im Nachhinein, klar, da ist man. Also da war ich blauäugig oder naiv, da habe ich nie drüber nachgedacht. Deswegen hatte ich ja vorhin das mit den Spielernamen ja mal angerissen. Und auch die Sportvereine hatten wir ja auch keine Lizenz zu. Und Kicker natürlich genauso wenig. Und Ja, ich Gerald Köhler hat glaube, so sich ja dann als. nicht getraut bei Anstoß, ne? Der hat ja dann Fake-Namen gehabt Der war im ja auch ein Spiel. bisschen bei Anstoß. Also Anstoß ist ja ein bisschen später rausgekommen. Genau, war ja dann Und. erst nächste Generation quasi, dann danach. Genau, und Starbite Super Soccer, haben es ja auch nicht gewagt. Natürlich nicht. Ne? Wäre vielleicht ganz interessant gewesen, mit denen die Lizenz vielleicht einzugehen. Ne? Aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht und es war mir aber irgendwie auch klar, warum sie es dann umbenannt haben. Und dann eben Kicker natürlich auch als Sprachsample draußen war. Warum soll dann jemand Kicker rufen, wenn man Starbite Super Soccer spielt? Ist irgendwie auch, liegt auch auf der Hand. Ja, dann kam dieses Spiel und dann kam tatsächlich, dann kam das erste Ärgernis. Das Spielinfo, ne? Da steht dann nach einer Idee von Dirk Weigand.
Und dann stehen Programmierer, halt Namen, die ich nicht kannte. Das werden halt Leute von Starbite gewesen sein. Ne? Und dann guckst du dir das Spiel an, ne? Und denkst nochmal, aha, nach einer Idee von Dirk Weigand. Und du weißt, da läuft dein Code. Ja, Ja, das ist exakt dein das Spiel. ist mein Spiel. Und ich glaube auch, die hatten auch keine andere Chance, weil jetzt kommen wir mal wieder vielleicht zur technischen Interna. Das Spiel selber, ich habe das als 16-Jähriger angefangen zu schreiben in GFA Basic. Ich hatte von Das nichts ist eine halt nicht Ahnung. kommentiert, ne? Ich hatte Programmcode, habe ich nicht dokumentiert gehabt. Ja. Ich habe also hauptsächlich nicht sprechende, mehrdimensionale Arrays gehabt, um irgendwelche Daten zu speichern. Das heißt, du musstest irgendwo ja die Informationen herhaben. Also zum Beispiel, es gibt dann ein Array für die einzelnen Mitspieler. Ne? Und dann ist halt die erste Dimension ist also die Anzahl der Mitspieler. Die zweite Dimension sind dann halt beliebige Werte. Und dann gibt es dann so 80 numerische Werte mit einem Index von, ja, also 2, 3, 4, 5, 6. Und du musst ja wissen, was die semantisch bedeuten. Ja, also Ja. du musst wissen, dass der Wert, irgendwas habe ich sogar jetzt nochmal nachgeguckt. Ich sage mal jetzt mal, es stimmt nicht genau, aber so sinngemäß, dass der Wert 15, 16, 17, 18 bedeutet Bandenwerbung 1 bis 4. Welche numerisch, welche Repräsentation von welcher Firma dahinter steckt. Und das ist nicht dokumentiert im Code. Und der Code ist, ich meine, das ist GFA Basic, das ist Basic. Basic besteht, ja, da hast du ein paar Procedures, aber ich habe auch nicht an den verschiedenen Prozeduren, die man da anspringt, nicht irgendwie die Variablen, die man dann im Kontext dieser Prozedur braucht, hauptsächlich mitgegeben, sondern mit globalen Variablen gearbeitet, die also irgendwo im Programmcode mal definiert waren und irgendwas damit getan worden sind. Und dann springst du irgendwo ganz woanders hin und das greift irgendwie darauf zu. Das kannst du so nicht verstehen. Ne? Ja. Und ich habe noch in Erinnerung, tatsächlich habe ich in Erinnerung, dass ich früher so eine Kladde hatte, also einen College-Block, wo ich mit Bleistift tatsächlich mir das immer aufgeschrieben hatte. Immer wenn ich einen neuen Index in Array mit aufgenommen hatte, wofür ich das jetzt gemacht habe, weil ich halt irgendeine neue Funktionalität eingebaut hatte. Und da war das dokumentiert. Ja, ich weiß nicht, ob ich denen das mal kopiert habe und gegeben habe. Aber ich glaube, wenn die da richtig ran hätten ran müssen, und die Spielmechanik ist auch die gleiche wie in Kicker. Ne? Das Ja, ist, also ich es, habe ja es jetzt fühlt sich die gleich. Ne? ST-Version ein Ja. bisschen gespielt und das, ich sehe da keinen Unterschied. Ja, Also. also das ist nicht, die haben diese Sachen rausgebaut, die haben das mit der Spielanleitung, mit dem Code-Abfrage haben sie angepasst. Ne? Das sind so Sachen, die sie gemacht haben. Die haben aus den ganzen Textdateien, wo die Spielerdaten, Ereignisdaten und so, wo drin dokumentiert war, wie die Formate sind, werden sie wahrscheinlich rausgenommen haben, damit man das nicht selber auf die Idee kommt, das zu machen. Es gab ja auch ein paar Tools, die ich mitgeliefert habe bei Kicker, damit man selber eigene Spielwelten und so machen kann. Ich denke, das wird es. Ich weiß nicht, müsste ich nochmal schauen. Also, nach einer Idee von Dirk Weigand, das Das ist wurmt schon mich ein ja bisschen jetzt noch, wie du untertrieben, merkst. Ne? Das ist schon, ne? blöd. Ne? Die Ja. C64-Version, ja, die ist neu geschrieben worden. Ja, Da dieses die kein müssen sie neu machen. Ne? Da rumes habe ich nichts mit zu tun, aber die anderen Versionen, aber nach das ist einer halt Idee Kicker. von klingt ja so, als wenn du irgendwann mal einen Roman geschrieben hast und jetzt hat man eine völlig andere Ja. Story aufgezogen. Das entspricht ja nicht den Tatsachen, wenn man beide Ja, Versionen und kennt, gell? darunter gibt es dann halt nach einer Idee von und dann kommen da Programmierer und dann werden Namen genannt. Ja, also Das das sind ist schon. wahrscheinlich die SC Charlottenburg mit Rapide Wedding ausgetauscht haben. Das sind dann die Programmierer Ja, wahrscheinlich. und den Spielstand speichern angepasst haben Genau, und die Musik reingebracht haben. Also diese ja. kleinen, es gab ja diese kleinen Veränderungen. Also ich meine, die haben ja auch mehrere Monate bis zur Veröffentlichung sind dann ja auch noch mal ins Land gegangen. Es ist ja erst Ende 1991 dann, also im letzten Quartal zum Weihnachtsgeschäft ja rausgekommen. Zumindest für den Atari ST. Und irgendwas werden sie ja getan haben in der Zeit. Naja, okay. Hattest du dich da damals schon drüber geärgert, als du das dann das gesehen hast und gesagt, Moment mal, was ist denn das hier? Oder war dir das Ja, noch das mit nach, also egal? das, nein, das mit nach einer Spielidee ist uns direkt aufgefallen. Sind ja auch alle anderen Namen dann raus. Ne? Der Frank und der Bernd, die haben zwar nicht programmiert, aber die haben ja konzeptionell mitgearbeitet. Ja. Und das ist einfach alles rausgestrichen worden. Da sind wir schon drüber gestolpert. Ja, gut, okay, mit Starbite. Es gab dann halt relativ schnell, also wir mussten immer das Geld anmahnen.
Wollte ich, das wäre eine Frage. Ich hab auch ein bisschen zu Starbite, so was so das Internet so hergibt und ein bisschen nachgeforscht und dann landet man auch in manchen Foren, wo Leute, die halt da früher gearbeitet haben, sich irgendwie äußern, in völlig anderen Kontexten, aber dann kommt eben die Sprache auf Starbite und das klingt nicht so, als wenn der Boss von, also der eine, zumindest der eine von den beiden Bossen der Firma, als wenn das A ein besonders sympathischer Mensch gewesen sei und B, die Zahlungsmoral muss ein Problem gewesen sein. Das hört man überdeutlich raus. Ich habe ja früher mal im Handyspielebereich gearbeitet und da gab es auch solche Firmen. Also mir sind teilweise diese Zustände bekannt. War das dann bei euch auch so, ja? Dass dann. Ja, genau. Also ich war ja, also wir waren ja ganz naiv, wir hatten ja keinen Kontakt vorher mit der Spielindustrie gehabt und am Anfang war man ja noch wohlgesonnen und hat gedacht, naja gut, da ruft man halt immer mal wieder an. Und die haben dann ja auch immer mal wieder was gezahlt. Ich meine auch, dass ich mein gesamtes Honorar nachher gehabt habe. Wir waren, so eine Erinnerung, die ich auch habe, ist, ich weiß, dass ich einmal in Bochum in der Firma war, mit dem Bernd zusammen. Und ich habe so ein diffuses Bild, dass wir da irgendwie dass wir da irgendwie standen mit einem Sektglas in der Hand. Und Sektglas. ja, dass da irgendwas gewesen sein muss. Ich weiß nicht mehr genau, was der Anlass war. Die Kollegen von Stay Forever haben gesagt, also die haben auch einiges zu Starbite gesagt. Die haben ja auch viele Gespräche mit Leuten von früher gesprochen. Die haben ja am Ende noch ein bisschen was erzählt über die Firma. Und die haben gesagt, es gab wohl immer Weihnachtsfeiern, die Starbite gemacht hat, wo sie halt dann so die Programmierer und so eingeladen haben. Und auch die Freien. Ich war ja so gesehen halt freier Mitarbeiter. Und der Bernd andererseits sagt, wir sind da hingefahren, um das Geld abzuholen. Also ich Und hab weiß zwar Sekt auch nicht, wie. bekommen. Ja, ich weiß zwar auch, ja, vielleicht haben wir das, vielleicht kam das überein. Vielleicht sind wir zur Weihnachtsfeier hingefahren, haben das Geld abgeholt, wobei ich das auch irgendwie komisch finde, die Vorstellung, ob wir da jetzt einen Scheck abgeholt haben oder einen Umschlag mit Scheinen, ich habe keine Ahnung. Also das wäre nicht die seltsamste Geldübergabe, von der ich gehört habe Okay. oder in dem Fall, die ich schon selbst erlebt habe. Also das war, also die haben im Prinzip, haben die dann abgerechnet? Also wusstet ihr denn überhaupt, wie viel Geld euch zusteht? Oder war das auch so, dass die Abrechnung einfach nie kam und die gesagt haben, oh ja, das schicken wir euch irgendwann, Also wenn der ich Kauf hatte vorliegt. vorhin mal die C64-Version rausgeholt, ne, die Verkaufszahlen. Ich habe zwei Quartalsabrechnungen bekommen. Also die sehen so aus wie Quartalsabrechnungen. Das sind Unterlagen, die gingen an Bumiko. Bumiko war, glaube ich, damals so Distributor in Deutschland. Und da waren ganz viele Posten drauf, nicht nur von Starbite Super Soccer, aber eben auch Starbite Super Soccer. Und ich sollte das dann in Rechnung stellen. Also die haben mir die Lieferscheine gegeben für das Quartal, fürs letzte Quartal 1991 und ich habe auch noch die Lieferscheine fürs erste Quartal 92 bekommen. Und ja, dann habe ich halt immer Rechnung gestellt, aber habe irgendwie kein Geld bekommen. Ich glaube, ich habe dann nochmal einen Teilbetrag bekommen. Dann sind wir zum Anwalt gegangen. Ja, Und klingt ganz klar. haben das halt versucht, eben über den juristischen Weg anzugehen. Ich weiß, da haben wir noch eine Bonitätsprüfung, wurde dann gemacht. Und ja, aber irgendwann war es dann tatsächlich so, das war halt so die erste Phase der Starbite, die war dann weg. Ja? Also die war nicht mehr habhaft. Also man kam nicht mehr ran. Ne? Ja, Also die Firma wurde auch euphorisch war es ein irgendwann. paar Mal überschrieben, glaube ich, ne, an die Frau von dem verbliebenen Gründer oder irgendwie sowas habe ich da, glaube ich, auch im Forumsbeitrag entnommen. Man findet jetzt natürlich nichts mehr im Bundesanzeiger oder so. Was ich ja dann auch kurios fand, ist, hast du dann auch noch davon profitiert, dass das Spiel dann ja hier wie dieser Softgold-Kollektion ja dann auch noch zweit-, dritt- und viertvermarktet wurde quasi und Nee, oder war das? tatsächlich nicht. Das ist, da kann ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, also Vorwürfen kann ich sowieso eigentlich locker keinen Vorwurf machen. Nee, ich habe davon nicht mehr in irgendeiner Art und Weise danach mehr profitiert. Es ist so gewesen, dass, also über einen Anwalt haben wir dann eben rausbekommen, dass dann hier angeblich sollten die nach Berlin gezogen sein. Das Handelsregister Berlin hat aber gesagt, hier gibt es keine Starbite. Und die Kreditreform hat dann wohl irgendwie festgestellt, dass die GmbH sich, wie es so schön heißt im Amtsdeutsch, stillschweigend ohne Rechtsnachfolge aufgelöst hätte. Ja. Und dann ist es so, wie du sagtest, ein Jahr später ist die Starbite aber dann in Bochum wieder aufgetaucht unter einem neuen Namen.
Ja, das war dann nicht mehr die Starbite Software, sondern die Starbite Marketing und Vertrieb GmbH. Und da war dann die Frau Kraft Geschäftsführer und nicht mehr der Herr Kraft. Und da haben wir versucht, wieder eine Vollstreckung Vollstreckung zu bewirken. Die ist dann aber auch fehlgeschlagen mit der lapidaren Aussage. Also nachvollziehbar, ne? Diejenige, die Vollstreckung durchführt, der Vollstreckungsbescheid war halt gegen die Starbite Software und nicht gegen die Marketing. Und dann ist sie dann fehlgeschlagen. Und dann ging es halt darum, wie macht man jetzt weiter? Es lag ja auf der Hand, die haben das Spiel ja weiterverkauft danach, ne? Ich denke mal, wir waren damals anwaltlich nicht so top beraten und wir hatten noch das Thema, dass wir eigentlich die Kosten für den Anwalt und alles, was wir da gemacht haben, selber tragen mussten, weil die Rechtsschutz, die wir hatten, die ist damals nicht eingesprungen, weil das selbstständige Arbeit war, ne? Bin ja, Ja, klar. und das ist so eine normale Rechtsschutzversicherung, die meine Eltern hatten, die dann auch für die Kinder in der Ausbildung wirkten, die ist da nicht eingesprungen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm. Alle hatten so viel Ärger dann gehabt und so viel Enttäuschung und dann, glaube ich, wollte ich damit nichts mehr zu tun haben. Ich hatte dann ja auch angefangen, in der Zeit war ich ja auch fertig mit der Ausbildung und habe angefangen zu studieren in Köln, also neuer Lebensabschnitt für mich auch. Ne? Habe dann auch so ein bisschen diese Zeit des nerdigen Programmierens und so hinter mir gelassen und hab dann wirklich das Interesse verloren. Also wir haben dann tatsächlich nochmal später wahrgenommen, dass es dann immer wieder so Neuveröffentlichungen gab. Aber seltsamerweise, also aus heutiger Sicht verstehe ich es auch nicht so richtig, sind wir da nicht, also ich sage immer wir, ne? Weil da war ich und der Frank und meine Eltern, wir sind da nicht mehr darauf angesprungen. Das Kapitel war sozusagen beendet. Und Weil es auch keinen Spaß gemacht hat wahrscheinlich, ne? Weil es auch dann einfach irgendwann nur noch belastet und ja, genau. Und war es mir irgendwie nicht wert, aber das Wert konnte ich nicht beziffern. Ja, heute weiß ich. Ja, es sind ja wahrscheinlich ein paar tausend Einheiten davon durchaus verkauft worden. Und ja, hat halt nicht sollen sein. Und für mich ist dieses Starbite-Kapitel am Ende, ja, für mich stand immer Kicker im Vordergrund. Und das Starbite war halt irgendwie so ein bisschen unrühmlicher Abschluss, aber das Kicker wurde dadurch nicht schlechter. Und deswegen habe ich mir auch Starbite Super Soccer auch nie so richtig angeguckt. Also ich habe das, wenn wir es nochmal gespielt haben und wir haben es danach nicht mehr viel gespielt, dann haben wir Kicker gespielt und nicht Starbite Super Soccer. Bist du denn, als das rausgekommen war, da war ja das mit dem Ärger noch nicht so da, bist du denn mal ins Kaufhaus gegangen und hast dir dein eigenes Spiel mal im Regal angeguckt? Oder das wäre, Hatte ich glaube ich, das nicht. Erste, was ich gemacht hätte. Ja, echt. Nee, Ja. ich hatte ja zu Hause die Originalverpackungen. Also ich wusste, wie es aussah. Nee, das nicht. Aber wir haben schon registriert in den Spielezeitschriften. Das hat mein Bruder auch gesammelt, immer die Verkaufscharts und so. Das ist ja wirklich in die Top Ten reingegangen. Absolut, ja. Ne? Und das haben wir schon so wahrgenommen. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jetzt in Köln im Kaufhof war. Das wäre, glaube ich, so der erste Anlaufpunkt gewesen. Die hatten da so eine große Abteilung. Da war auch ein Wurbis, glaube ich, in der ersten Etage. Da, ich weiß nicht, ob das Wurbis gibt es heute auch nicht mehr. Ja, Phobos hat ja Also, nicht so Spiele verkauft, ne? Oder wenig nee, nur, ja, aber die hatten auf jeden Fall glaube ich, ja. die hatten aber so eine Spieleabteilung auch da. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da neben so einem Hügel von Kartons stand und dann jeden, der es nicht wissen wollte, der vorbeikam, guck mal hier. Also, ich, Es wie war man ja es auch nur nach mag. einer Idee von mir, ne? Was soll Ach ich so, denn ja, sagen? dann. Es war ja. Ja. Ich habe mal in Bands gespielt, Musik, und haben wir auch CDs veröffentlicht, und da bin ich tatsächlich, deswegen weiß ich, dass ich das auf jeden Fall auch beim Spiel gemacht hätte, als das dann so bei WOM, früher gab es ja WOM für Musik, World of Music, ja, genau. genau, und da war das in diesem Vorspielservice drin, so mit diesem Kopfhörer, wo du dann Ach, toll, reinhören toll. konntest. Das war natürlich Ja. der größte Moment meines Lebens, ja. Ja, klar. Ne? Also das ist wie Spielepackung im Regal gucken und vielleicht nochmal die hervorholen, wenn es irgendwie schlecht sortiert ist oder so. Also Hat die wahrscheinlich schon geholfen. ich ziehe mir tatsächlich die Freude daraus, dass ja, dass halt immer wieder so Pings kommen. Also ich finde das total geil, dass wenn ich bei YouTube nach Kicker und Atari ST suche, da ich tatsächlich da jemanden finde, der ein Video hochgeladen hat, wie der Kicker Ja. spielt. Und zu Starbite Super Soccer gibt es ja auch einige. Ne? Da gibt es einige Videos, Und genau, richtig. das finde ich toll. Und ich finde das ganz auch toll, finde wirklich ganz toll, was ich jetzt gelesen hatte von den Kommentaren zu deinem Beitrag. Ne? Mir war das nicht bewusst, das ist mir irgendwie abgegangen. Mir war das nicht bewusst, dass es Leute gibt, die ich nicht kenne, die das wirklich spielen. Ja, doch, doch, tun. Also ich war auch von der Resonanz zu dem
zu dem Text, zu diesem Blogeintrag, war ich auch überrascht, dass da auch so konstant so über die Monate immer wieder jemand sozusagen reintrudelte, ja, der dann sagt, ja, geil, super, das habe ich auch gespielt. Oder dieser eine, der dann eben mit dem Editieren von Ja. den Namen anfing und so, da dachte ich, wow, da hat sich ja jemand noch deutlich mehr mit dem Spiel befasst, als ich das jemals getan habe. Das fand ich total cool. Und das es ist halt auch so ein bisschen die Blütezeit der deutschen Fußballmanager-Spiele einfach, ne? Das ist so, das ist da, als es dann wirklich so richtig losging, ja, mit Bundesliga-Manager Hattrick als Parallelprodukt sozusagen und eben Kicker-Starbite Super Soccer. Das ist halt eine ganz entscheidende Phase gewesen. Wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für viele andere auch, ja. Es war ja der Start mit, also sie waren ja relativ mit am Anfang dabei mit Starbite Super Soccer, aber daran siehst du auch, dass die überhaupt nicht die Entwicklerkapazität hatten oder das Spiel gar nicht geblickt hatten, dass es da zum Beispiel auch gar keinen zweiten Teil von gab, ne? Nee, eben, das gab auch bei dir dann nie die Idee, wegen dieser frustrierenden Ersterfahrung, das irgendwie nochmal aufzubohren oder nochmal was zu Nee, das machen. war, also ich habe es eben angedeutet, ne? Ich habe dann. Das war ein Lebensabschnitt, ich habe dann was anderes gemacht. Und ich habe dann auch lange Zeit, ich habe dann wirklich viele Jahre auch nicht mehr programmiert. Ich habe zwar Wirtschaftsinformatik studiert und da musste ich auch mal ab und zu was programmieren. Aber diese, also man hätte ja glauben können, mit dem Hintergrund wäre mein Weg irgendwie klar gewesen, dass ich jetzt irgendwie Programmierer Ja. wäre. Ja, tatsächlich, ich habe vor unserem Termin heute, habe ich heute mal einen Tag gehabt, wo ich tatsächlich sehr viele Stunden mal hintereinander kodiert habe. Aber das ist auch nur ein Teil meiner Arbeit. Und ich glaube, also so wie ich damals Kicker entwickelt habe, das habe ich, also so intensiv habe ich nie wieder programmiert. Und ich bin jetzt auch nicht traurig rum, dass ich auch nicht in diese Branche irgendwie reingekommen bin. Nee, das Also ist, gar glaube nicht, ich, ne? Also ja. wenn ich so mit einem halben Ohr immer höre, wie es dann teilweise dann doch da läuft und nee, dann ist habe ich das Gefühl, ist mein Leben dann hat dann doch noch andere Facetten, die ich gerne bedient haben möchte und nicht nur Ja. allein das, ne? Ich Also habe. dann reicht mir, also es ist eine schöne Erinnerung und gut so. Und es, wie gesagt, was für mich toll war, ja, einmal noch, ich finde es super, mit dir zu reden. Ich fand es super, mit Christian Gunnar letzte Woche zu reden. Ich finde es toll, dass meine Kinder da, dass die das schön finden und auch Freunden weitererzählt haben, weil die das auch so ein bisschen stolz gemacht hat. Das ist aus heutiger Sicht die schönste Belohnung, die ich dafür irgendwie haben konnte, ne? Ja, dort ist es ja auch, glaube ich, im Kommentar erwähnt, dass deine Kids das gespielt haben. Das muss der allergrößte Moment sein. Ja, Also ist es absolut, ja. ja. Das ist, weil das zeigt ja auch, dass das selbst bei Leuten, die nicht von damals kommen, also die sozusagen aus der Jetztzeit sind, dass das für die auch irgendwie funktioniert. Ja. Also viel zeitloser kann man es ja dann gar nicht machen, letztendlich. Ich fand auch total abgefahren, das habe ich erst durch deinen Kicker-File gelernt, dass du auch mit dem Spiel in diesem Powerplay-Sonderheft drin warst, irgendwie die 100 besten Spiele oder so etwas. Ein Text Herr von Lehnert, glaube ich, ne? Oder? genau, Heini Lehnhardt, ja. Ja. Das war früher ja in der Powerplay immer der Sportspielexperte, also so in meiner Welt, weil der irgendwie immer für die Sportspiele zuständig war und ich glaube, er ist auch großer Sportfan. Das ist schon geil, wenn so jemand das über das Spiel schreibt, der wirklich der mit arrivierteste Spielejournalist damals war, das ist schon nicht so schlecht. Also. Also ich kenne nur zwei Namen von früher von Spieleredakteuren. Das ist der Heinrich Lennart und Boris, hieß er damals Becker? Oder wie hieß, ich Schneider weiß Jona, Schneider, glaube ich. gar nicht. Ja, Boris Schneider, ne? Boris Becker. Mein Gott, ja, den gab es auch mal. Aber nee, Boris Schneider und dann genau hat er geheiratet und einen Doppelnamen angenommen. Genau, Genau, Schneider bevor er zu Jona, Microsoft ja. gegangen ist. Ne? Genau, richtig, das war Und das Microsoft, sind so Leute. die beiden, die, und ja, klar, wenn ein Heinrich Lennart mein Spiel bespricht, also ja. Ja, und das gut bespricht, also sehr gut sogar. Er hat Ja. es original verstanden, ja, dass es nicht um blendende Grafiken geht, sondern dass da unter der Haube auch sehr viel passiert bei dem Spiel. Ja. Ist schon wirklich toll. Jetzt gucke ich gerade noch, ob ich. Also eigentlich haben wir, glaube ich, über alles gesprochen. Nee, genau. Eigentlich, aus meiner Sicht haben wir es eigentlich. Haben wir auch
nur knapp eine Stunde überzogen. Ja, knapp. Gibt es denn noch eine Facette, die du, wo du sagen würdest, die haben wir jetzt noch nicht betrachtet von dem Spiel? Ja, man muss man auch nicht. Also man könnte natürlich noch über Details, technische Details irgendwie noch sprechen, unter der Haube oder Spielemechanik. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich mir mal angeguckt habe, wie dieser Ergebnisermitteln-Algorithmus entwickelt ist. Aber vielleicht sogar besser, wenn ich nicht darüber rede, weil Sonst weiß man ja, ich habe es gut, ich habe es letzte Woche eigentlich ja auch schon dann doch erzählt. Nee, aber es ist tatsächlich vielleicht für den einen oder anderen, vielleicht auch für dich so ein bisschen desillusionierend, wie die Ergebnisse berechnet werden. Das fast. ist halt schon, es ist halt natürlich ein Würfeln, ne? Es ist halt Ja, ein klar. ein besseres Würfeln, aber es ist schon ein recht naiver Algorithmus. Und ich glaube, das wurde ja auch öfters mal kritisiert, dass man sich wirklich darüber ärgert, dass die Spielergebnisse, ich meine, im Fußball geht es nie so aus, wie man gerne hätte, aber dass man doch öfters mal sich wirklich gewundert hat, warum habe ich ihn jetzt nicht gewonnen? Oder warum Ich habe habe ich mich ihn manchmal verloren? gewundert, warum ich gewonnen habe, nämlich Oder so rum, wenn ich ja. keine 11 Spieler und keinen Torhüter mehr Ja, hatte. ja. Solche Dinge. Das ist zum Beispiel, sowas war ja anscheinend auch nicht gut ausgewogen. Das ist mir tatsächlich nie so richtig aufgefallen, ne? Dass diese Begrenzung des Kaders auf 18 Leute und wie schnell dann Leute verletzt oder wenn du sie ins Trainingslager schickst, sind sie ja auch weg, ne? Dass das wirklich zu so einer Situation führen kann. Was ich übrigens auch, als ich es jetzt wieder gespielt habe, so das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich die Aufstellung gemacht habe, ist, sag mal, Dirk, warum wählt man eigentlich nur 11 Spieler aus? Was ist mit der Ersatzbank? Warum habe ich denn nie über eine Ersatzbank Stimmt. nachgedacht? Ja, aber Ja, es gab ja keine Gelegenheit einzugreifen. Also war. Stimmt, das hatten wir gar aber nicht. doch in der Simulation, Leute werden ja Ja. verletzt, aber die werden nicht in der Berechnung des Spiels verletzt, sondern das ist etwas, was nach dem Spiel, glaube ich, auch einfach nur ausgewürfelt wurde, Das haben in wir auch Abhängigkeit nie in Frage davon. gestellt. Nie. Ja, Nicht mal ein Gedanken. Komisch irgendwie. da bin ich vielleicht doch zu sehr dann Programmierer oder Coder, wenn ich da jetzt drauf gucke, dass ich solche Sachen mich jetzt nochmal frage. Ne? Auch der, ich finde das super, dass ich glaube, in einem der Kommentare bei dir habe ich das gesehen, dass die Leute auch wirklich die Mechanik allein durchs Spielen so ein bisschen rausgefunden haben. Ne? Also, dass man zum Beispiel, wenn man Leute nicht spielen lässt, dass dann die Form runtergeht, ne? Und Kraft oder hoch, Form runter. wenn Ja. man sie immer spielen lässt, dann geht die Energie runter und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie mal verletzt werden und so, ne? Solche Dinge, Ja, das dass war sie im so Prinzip erkannt jetzt wurden. Rolle, die dann sozusagen, wenn die Energie runter war, die dann halt mal rauszunehmen, aber nicht so lange draußen zu lassen, dass auch die Gesamtstärke runtergeht oder so, ja, dass das vom Genau. fünften, Viererspieler wird. Das war eigentlich im Prinzip das, was man da nebst dem wohldosierten Einsatz von Trainingslagern und welches nimmt man jetzt, das lange oder das kurze? Bei den kurzen hat man kurzfristigen Effekt, aber man hat ja nur eine bestimmte Anzahl von Trainingslagern pro Saison und so. Das war im Prinzip das, was man da, wo man gegen die CPU gekämpft hat mit all diesen Mitteln. Man wusste halt, Genau. man kannte die Bedingungen und konnte dann daraus sich sozusagen ein optimales Ding bauen, ja. Und man wusste dann und dann öffnet die Transferliste. Okay, dann kann ich noch mal einkaufen vielleicht für den Saisonendspurt oder so. Also ich fand diese Limitierung, das hat auch den Reiz mit ausgemacht. Wenn ich einen 25er Kader gehabt hätte, ja, dann ist ja einfach immer gesunde Spieler zu haben, ne? Also es waren halt dann eben 18 oder waren 18, ne? Oder 20? 18 waren es. Ja, 18. Ich glaube, Und es waren das 18, weil so viele auf den Bildschirm gepasst haben. Ich glaube, dann hätte anders. Ich Das glaube, kann, ja. das war, glaube ich, die Reglementierung. Also es gibt so einige, oder vielleicht auch der Speicher. Also ich habe das ja unter Atari ST mit 1 Megabyte musste das laufen. Und ich glaube, ich bin tatsächlich an den Rand des Speichers gegangen. Das hat so ein paar Sachen auch beeinflusst. Naja, die ganzen Grafiken und so werden ja auch ein bisschen was verschlungen haben, ne? Ja, die Also. ganzen Grafiken, diese, ja, es gab ja kaum was, ne? Also Ja gut, es gab den Hintergrund, also es war jetzt ja kein reines Textmenü in dem Sinne, ne, sondern ja, stimmt, das war ein High-Res-Bild, ne? Dieser Fußballplatz, der so angedacht war. Ein paar Sachen waren auch gezeichnet, aber das muss ich auch sagen, früher, ich wusste nicht, wie sich das verteilt hat vom Speicher. Also da war ich auch zu naiv in der Entwicklung, dass ich nicht genau wusste, wo die Sachen hingegangen sind. Ich habe nur immer gesehen, wenn der Speicher knapp wurde, dass ich wohl was tun musste. Und ich glaube, man hätte, glaube ich, keine 1400 Spieler in der Spielerdatenbank hätte pflegen können. Ich glaube, das Das hätte glaube ich nicht auch gereicht. nicht. Aber das Schöne ist ja übrigens eine Emulation. Da kann ich ja den Speicher einfach hochsetzen. Das Da stimmt, könnte man ja. das jetzt machen. Ne? Also Ja.
Vielleicht das so als so zum Schluss, ne? Also so die ich war jetzt aber ein bisschen angefixt, ne? Du hast es ja auch probiert zu starten und hattest ja auch das Problem, dass man am Anfang nicht weiterkam mit dem Weiter-Button, ne? Genau. Das Musste dann da so hin und her und irgendwann habe ich dann den Punkt getroffen. Aber es hat immer Genau. funktioniert auf jeden Fall. Ja. Und das habe ich mir tatsächlich jetzt nochmal angeschaut. Also ich. Und das kannst du noch? Du kannst noch GFA-basic? Also ich kann halt entwickeln und ich kann halt Analogien bilden und ich habe noch ein altes GFA Basic Buch heruntergeladen und habe noch ein paar Sachen nochmal nachschauen können. Ist stark. Und das hat dafür hat es tatsächlich nochmal gereicht, die Routine zu finden, wo man so hängen bleibt. Und dann habe ich wirklich im Code so ein paar Ausgaben gemacht, dass ich sehen kann, wirklich, wo ich hängen bleibe und konnte das in der Emulation unter GFA Basic auch nochmal vertesten, ja, nochmal anschauen. Ich habe tatsächlich den Bug gefunden und habe heute eine, Moment mal, das wollte ich dir nämlich noch zeigen. Moment, ich gebe mal gerade einen Bildschirm frei, ja? Ja, na klar. Moment, den hier gebe ich frei. Nee, das war falsch wahrscheinlich. Oder siehst du Jetzt was? sehe ich, den Kicker schon. Ja. Warte Ja. mal, ich muss das mal größer machen, dass ich das richtig sehe. So, ja, jetzt. Ja, ich hoffe, du siehst das Schöne, das ist die Ja. Version 182D.1 2021. Die habe ich heute kompiliert. Und da ist der Bug behoben. Und der Das ist Bug ja ist geil. tatsächlich, der Bug ist nur in der Emulation drin. Das liegt daran, dass man in der Emulation den Mauszeiger nicht steuern kann, nicht bewegen kann aktiv. Und in diesem Screen, wo du nicht weiterkamst oder wo wir alle nicht weiterkamen, war im ursprünglichen Code es so gedacht, dass wo der Mauszeiger gerade ist, dass der automatisch in die Mitte bewegt werden soll. Und wenn der in der Mitte ist, ja, dann geht es eigentlich erst weiter mit der Abfrage. Und dieses Bewegen des Mauszeigers funktioniert in der Emulation nicht. Das heißt, ich komme nie aus der Routine raus, die versucht, den in die Mitte zu bewegen. Es sei denn, ich bin selber mal zufällig durch meine manuelle Mausbewegung in der Mitte angekommen. Das heißt, man kommt gar nicht weiter, dass man an den Buttons wie wild hin und her klickt, sondern man ist tatsächlich nur Man muss nur die Mitte weitergekommen. getroffen haben, Man muss nur sozusagen. mal frustriert irgendwann in der Mitte vorbeigekommen sein. Ne? Also ich glaube, es ist in die Mitte. Ich weiß nicht, es ist eine X- und Y-Koordinate. Ich müsste noch mal nachschauen, wo das genau ist, aber ich vermute, es ist in der Mitte. Und das habe ich heute ausgebaut. Ja? Also ich habe einfach gesagt, wenn das Mausbewegen nicht funktioniert, also ich habe das dann selber versucht, ich habe das so kodiert, dann einfach versucht die Maus mal einen Pixel nach rechts unten zu bewegen und dann fragt die Mausposition ab. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann geht es wohl bei dir in der Umgebung nicht und dann versuch's erst gar nicht mehr. Das heißt, in der Version hier funktioniert das jetzt wieder. Man kann direkt auf die Knöpfe drücken Das ist ja und stark. weiter. Ja. Das Und ist ja das der ist, Wahnsinn. ja, also das ist, ich muss Das ist. aufpassen, ja. Also ich habe eigentlich auch keine Zeit für sowas. Aber im Grunde könnte ich jetzt, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt noch die Dokumentation finde, was diese mehrdimensionalen Arrays bedeuten, könnte ich Kicker weiterschreiben, ja. Aber nee, Ja, das werde ich Kicker natürlich nicht tun. 2. Ne? Nee, Ja, natürlich genau. nicht. Das Aber mache ich das wäre schon nicht, mal cool. weil Das ist ja schon mal saucool. Hast du denn vor, das irgendwo hochzuladen, dass die. Menschen das. Dass Menschen das nutzen können? Ach so, ja. Hast du noch 10 Minuten? Dann habe ich nämlich Ja, noch eine klar, Geschichte zu natürlich. erzählen. Okay. Warte mal, dann hole ich mal ganz kurz nur das Netzteil ran hier, weil mein Ja, Akku sagt klar. noch 10%. Eine Sekunde. Ja. So, jetzt bin ich wieder. Guck mal, in der Zwischenzeit habe ich schon den zweiten Bildschirm aufgemacht. Also ich habe auch die zweite Seite schon angepasst. Da ist der Oliver Merklinghaus. Ich habe ganz viele Namen rausgestrichen, die ich damals mit besten Dank drin hatte, die überhaupt nichts beim Spiel gemacht haben. Das waren einfach nur damals Freunde von mir und dann fand ich das wohl cool, die in dem Spiel zu erwähnen. Oder die da wenig zu beigetragen haben. Jetzt habe ich eigentlich nur die Entscheidenden noch hier drin. Sophisticated Applications und AG-Soft, einer von den beiden ist das, wie der Oliver Merklinghaus sich genannt hat, und das andere war dieser Scan-Service, der das Bild gescannt hat. Ah, okay. Ja. Genau, was ich noch erzählen wollte, ist, du hast dieses ZIP angesprochen und da drin, ja, das ist ja so ein ZIP, wo man Kicker direkt starten kann. Man kann sogar Kicker direkt da drin jetzt so starten. In der Entwicklungsumgebung, dass man es direkt entwickeln, weiterentwickeln kann. Das habe ich jetzt auch noch ein bisschen weiter gemacht, dieses ZIP.
Und da sind die ganzen Ressourcen drin, die Artikel, die ich gefunden habe und so. Also eigentlich das rundum glücklich Kicker-Paket, was heute möglich ist. Und da ich das überhaupt machen konnte, dazu musste ich ja überhaupt die Original-Images von Kicker und und insbesondere vom Source-Code überhaupt noch haben. Ja, Und als und sie der mussten auch funktionieren. Ja, und sie müssen auch also. funktionieren, genau. Und Stand vor 2 Wochen war so, dass als ich zum ersten Mal mit meinem Bruder darüber telefoniert hatte, hör mal, die Leute von Stay Forever wollen vielleicht ein Interview mit mir führen. Und er sagte, wäre auch interessant, mal zu wissen, wie damals das überhaupt berechnet wurde, da ich gesagt habe, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir an die Sourcen rankommen. Und ich habe gedacht, naja, also ich hatte in Erinnerung, dass bei meinen Eltern unterm Dachboden, unter so einem Zwischenboden, muss irgendwo so eine Box stehen mit alten Disketten. Also Und wirklich da bist du. so wie die klassische Schatztruhe, ja, die man dann Ja, im irgendwann Grunde findet. ja, ja. Also ich weiß sogar, wie diese Box noch aussieht. Und ich kann dir heute noch sagen, wie die GFA Basic-Diskette, wo Kicker drauf gespeichert war. Ich habe die quasi noch vor Augen, ja. Da sagte der Frank aber zu mir, nee, musst du gar nicht. Du hast doch mal vor Jahren schon mal Atari ST-Images im Internet bereitgestellt. Und zwar, als ich in Köln Wirtschaftsinformatik studiert hatte. Das war Mitte der 90er, da war ja auch noch nicht viel mit Internet. Das kam ja Nein, gerade der erst ging so. ja gerade erst Das war los, so, ja. ja so die Zeiten, wo man eine AOL-CD oder Diskette in Zeitschriften hatte, um CompuServe. ja, genau, um also die ersten Berührungspunkte zu haben. Und wir hatten damals, ich hatte mit ein paar Kommilitonen, hatten wir einen Server in den USA angemietet, also ein bisschen Webspace, um unsere ersten Erfahrungen zu machen. Paar HTML-Seiten, ich glaube, wir haben auch schon ein paar Skripte da gestartet und da hatte jeder so, durfte da auch so einen eigenen Bereich machen. Und da hatte ich damals tatsächlich so eine eigene Seite entwickelt und hatte so eine Kicker Revival Page, hatte ich das damals schon genannt, obwohl das eben Mitte der 90er war, also irgendwie auch nur 3, 4, 5, 6 Jahre nach Kicker. Und da hatte ich damals das Image, die beiden Disk-Images von der ST-Version und vor allem, und das ist wirklich geil, dass ich das gemacht habe, das Image von den Sourcen, vom Quelltext hochgeladen. Hammer. Ich habe zwar keine Erinnerung mehr, wie ich auch schon damals überhaupt das überspielt bekommen habe. Ich hatte damals kein Atari ST mehr. Und Konnte ich man weiß die es nicht mehr, am PC aber. nicht, konnte man die am PC nicht theoretisch auslesen? Weiß ich gar Ja, nicht. wird wohl, muss so gewesen sein, ne? Muss ja, ne? Also, Ja, klar. ja, es gab ja keinen anderen Weg. So, den Server in den USA, den gibt es natürlich, der ist längst abgeschaltet. Das haben wir Ja. natürlich alles nicht mehr. Aber es gibt ja Gott sei Dank so schöne Dienste im Internet, archive.org. Da Ach, kannst du, das ist tatsächlich gelandet. da habe ich es gefunden vor 2 Wochen. Oh, ist das Ja, und da geil. habe ich mir direkt die Images runtergezogen, konnte mir noch meine alte Seite angucken. Die war eigentlich uninteressant, aber die 3 Images konnte ich runterladen. Ja, deswegen habe ich jetzt die ZIP und deswegen habe ich jetzt Spaß und kann in den Source Codes von dem alten Kicker mich umschauen und mich wundern, was ich damals so gemacht habe und Das war konnte sehr jetzt vor allem, umsichtig, dass du das ja. gemacht hast Mitte der 90er. Und konnte vor Das. allem jetzt diesen ersten Fehler, ich konnte diesen Fehler jetzt beheben. Und ich sag mal so, wenn mir mal jemand sagt, dass es noch irgendwie so Kleinigkeiten gibt, die ihn wirklich stören, wer weiß, vielleicht kann ich da nochmal Hand anlegen. Ne? Also Motivation wäre irgendwie da. Ich habe mir jetzt noch nicht genau richtig überlegt, was ich machen will. Ich bin jetzt nicht der Webseitenbastler, aber das irgendwie nochmal bereitstellen, denke ich, ja. Das sollte irgendwie möglich sein. Und wenn ich es einfach bei mir bei Google Drive hochlade und du in den Videospielgeschichten Das Artikel verlinke oder das so, einfach genau. verlinke oder so, würde das auch schon reichen. Ne? Ich habe jetzt nicht vor, da irgendwie nochmal, ja, ich weiß noch nicht, muss mir noch Gedanken machen, ob ich Aber da noch was machen will. das ist echt saucool. Also das vor allem, dass dein Bruder dich dann daran erinnert, dass du das ja mal Ja, gemacht hast. klar. Und das dann tatsächlich dann ja auch schon wieder 25 Jahre später oder so Ja, dann ja. auch noch beim Webarchive zu finden ist, weil irgendein schlauer Mensch, also die Webseite selber, die hat doch, also diese Webseitenarchive bei Archive, haben die immer automatisch auch alle verlinkten Files mitgespeichert? Ich dachte immer, das wäre immer nur der HTML-Text und gegebenenfalls Fotos gewesen oder so. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Aber weiß ich, also so ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber anscheinend hat es ja funktioniert. Ja, Das also. hat funktioniert. Wayback Machine heißt das genau. Moment, ich gebe es gerade nochmal ein. Die Seite damals hieß www.winfos.com, Winfos für Wirtschaftsinformatiker. Und Wayback Machine, www.winfos.com. Und da ist er, genau. Und die haben einige Seiten gesichert. Und gehe ich mal auf die erste von 89, ob es da schon drin ist. Das waren noch Zeiten, als alleine Webspace zu besitzen schon eigentlich die Krönung war. Ja, das von einer eigenen Domain gar nicht erst zu reden. So, da ist die Seite. Dann gibt es Bereich im privaten Bereich. Komme ich da noch drauf? Achso, die brauchen natürlich so lange, weil er die wahrscheinlich von irgendwelchen, ich will nicht sagen Bändern, aber wer weiß, wo er die Kabel Ja. zurückholen muss. Ne? Da ist meine Seite. Gucke ich da nochmal drauf. Ah, jetzt blöd, dass ich den Bildschirm nicht mehr freigegeben habe. Ne? Doch, doch, ich sehe es, ist immer noch Ach, du freigegeben. siehst es noch, ja? Ja, Okay. klar. Ach, guck mal, in der Version ist es noch nicht drin. Das heißt, wir müssen wohl in eine neuere Version gehen. Also 98 hatte ich es noch nicht drauf. Dann, naja gut, okay, müssen wir jetzt auch nicht. Aber Irgendwo ist es. irgendwo gehen wir mal auf 2002 im Juli. Vielleicht da, gehen wir mal hier hin. Jetzt bin ich wieder auf 98 gewesen. Naja, auf jeden Fall, da habe ich es halt hergeholt. Ne? Ja, Geil, war eine ja. glückliche Führung. Ne? Das ist echt stark. Und sich dann noch zu erinnern, wie man das eigentlich macht, ja. Also ohne, also klar, du programmierst auch sonst und so, aber muss man sich auch erstmal wieder reinfinden, ne? Und so ein bisschen Ja, reingrooven. aber wie das mit dem Gehirn so ist, ne? Man muss sich reinfinden, aber wenn du irgendwo so ein paar, auch wenn du noch mal ein bisschen quer liest, ne, du erinnerst dich dann doch sofort wieder, ach ja, so ging das. Ne? Also auch die Shortcuts, die es in der Entwicklungsumgebung gab, die hätte ich natürlich niemals vorher noch gewusst in GFA Basic. Aber jetzt, wo ich es sehe, wo ich die Oberfläche gesehen habe, ne? Ach ja, so war das mit Blöcke anspringen und Sachen im Quelltext suchen, das ist ja grottenschlimm. Ne? Das ist so ein GFA Basic ist einfach ein großes Textdokument. Ja, und hast du ein bisschen was, hast du ein bisschen Ahnung von Programmierung, so Ja, so rudimentär? rudimentär, Okay, ja. also Also ich dann. arbeite auch in einer Softwarefirma, aber halt als Product Owner. Also ich habe viel Ah mit den ja. Menschen zu tun, die coden, aber ich tue es nicht selber. Ja, okay, du sagst denen, du sagst, was wichtig ist. In welcher Ich sag Reihenfolge was, sollen sie es tun? Ja. sagen wir mal so, ich vermittlere zwischen zwei Seiten Okay. und versuche, dass alle glücklich sind am Ende Ja. damit. Aber ich habe früher mal natürlich ich habe Informatikunterricht in der Schule gehabt und habe dann in COMAL, das ist so eine Mischform zwischen Turbo Pascal und Basic gewesen, kannst du sagen. Da habe ich mal früher programmiert in der Schule und mal ein völlig nutzloses Monopoly-Spiel programmiert. Dabei ist es dann eben auch geblieben, leider. Aber grundsätzlich weiß ich, wie das so funktioniert, ja. Jetzt haben wir so darüber gesprochen, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt konkret sagen wollte. Ach ja, genau. Und dieses GFA Basic, das war ein großer Texteditor und du hattest dann keine Sprungmarken. Das war also irgendwie ein Outline, wo du sagen könntest, jetzt spring mal zu der Prozedur XYZ, sondern ich musste dann immer über die Find-Funktion des Editors und mein Wissen, dass ich weiß, dass ich eine Procedure Ergebnis berechnen habe oder definitiv eine Procedure Maus bewegen, das war die, wo der Bug drin war, ne? Die musstest du dann immer wieder dann finden und dann dahin gehen. Ne? Du konntest sie halt nicht anspringen, das ist ein Grauen. Ne? Das Das sind hat ja da alles. wahrscheinlich schon ein paar 10.000 Zeilen gewesen, ne, die du da so Ja, der abgelegt hast. GFA Basic Editor, weiß ich gar nicht, ob der es anzeigt. Ob es ein paar 10.000 sind, weiß ich jetzt nicht. Also, nee, das klingt mir jetzt nach zu viel. Aber wäre auch nochmal, Moment, fällt mir gerade ein, ist aus dem ST-Image habe ich die Sourcen ja exportiert, da ich die auf meinem Windows-System im normalen Editor öffnen kann. Und der zeigt mir an, wie viel. Weil beim PC sind es ja zum Beispiel 3,5 Zoll Disketten insgesamt, Ja. die da ausgeliefert werden. Und da das ja jetzt Moment, ich nicht kann es dir irgendwelche sofort sagen. Videos-Files sein können, ja. Also, es sind. Hat er die Datei schon komplett geladen? 14.019 Zeilen ist das Hauptprogramm groß. Dazu kommt dann noch die Zusatzdateien mit den Spielernamen und so, oder? Genau, das kommt alles nochmal dazu. Und am Anfang das Intro und
dieses, wo du spielst, wo du sagst, Spielstand wählen oder neues Spiel beginnen und dann eine Grundeinstellung machst, das ist ein anderes Programm, das ist außerhalb. Ach Das so. erstellt sozusagen so einen initialen Spielstand und dann wird das Hauptprogramm gestartet und lädt quasi so diesen initialen Spielstand und weiß, wie es dann weiterzumachen Ach so, gehört. okay. So Also, war es umgesetzt. Ja. Ja, ist schon, kann man schon mal eine Weile dran sitzen, das alles so zu machen. Also das ist echt cool, dass es jetzt eine Version 2021 gibt. Das ist echt verrückt. Also, Ja. Ja, das ich ist. dachte mal, wenn es sich wirklich jemand interessiert, das kann schon frustrierend sein, wenn man da nicht weiterkommt. Ne? Ja, weil man das nicht Da gelesen geht's. hat, weil man natürlich die Lies-mich-Datei ignoriert, wie man das ja Ja. eigentlich so macht, Ja. und das dann nicht weiß, denkt man halt, ja, ist kaputt. Vielleicht ist das sogar der Punkt, als ich das mal, ich habe das ja mal im ST-Emulator vor ein paar Monaten mal gestartet. Vielleicht ist das sogar der Punkt, an dem ich gescheitert war, dass ich das einfach nicht, dass ich einfach nicht wusste, dass ich, sondern vielleicht dachte ich, okay, der hängt jetzt, der hat sich aufgehangen oder so. Vielleicht ist das was, das, vielleicht ist das das, was ich als Absturz interpretiert hätte. Das ist gut möglich, dass ich einfach nicht in der Mitte war von dem Schirm. Ja, also das musst du, das also musst du natürlich nicht, aber das wäre natürlich genial, wenn du das zur Verfügung stellst irgendwie, dann Also wie gibt gesagt, es das ein paar Minimum, was Leute, ich die machen freuen sich. kann, ist, dass ich hier einfach nochmal das, ich hatte dir doch einen Link geschickt, ne? Mit dem ZIP, da ich das nochmal erneuere, das ist ja überhaupt kein Thema, wo dann dieser Fehler drin gefixt ist. Also das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ne? Das, Das ist cool. jetzt am Wochenende habe ich nochmal Zeit. Ach so, es ist ja Wochenende. Stimmt Ist ja, es genau. jetzt Wochenende? Ja, Also genau. jetzt am Wochenende werde ich das, glaube ich, nochmal machen. Was halt noch nicht klar ist, ob der Enthusiasmus sich noch so weit trägt, dass ich tatsächlich nochmal eine Webseite mache oder so. Also ich habe, also ob es wirklich nochmal eine eigene Seite verdienen wird. Warum sollte, mein Bruder könnte das doch eigentlich machen. Der ist doch immer so begeistert von Kicker. Dein Bruder ist Vielleicht auf jeden sollte Fall ich, sehr begeistert. Er ist mir ja schon ja, in vielleicht sollte ich ihn Kommentaren. nochmal Ja. anfixen, dass er doch so eine Revival-Page einfach nochmal machen soll und ich liefere ihm einfach nur den Ach, das Content. ist aber auch schnell gemacht eigentlich. Ja, machst dann kann man ja mit WordPress oder irgendwie so eigentlich sehr schnell so machen, dass es gut aussieht und funktional ist und so. Das ist Ja, eigentlich das überhaupt sagt kein man dann Problem. immer und dann sind trotzdem ein paar Stunden wieder drin. Ne? Also, Ja. ja. Ja, mach du Also. es doch dann. Ne? Also wenn dein Bruder es nicht macht, mache ich es, damit es es gibt. Ja. Also das Spiel muss, wie gesagt, es muss ja auf einen Thron gehoben werden. Das hat es einfach Ja. verdient. Ich werde das auch noch mal. Ich bin in so einer. Es kommt doch dieses Jahr so eine. Also vielleicht kommt es auch nicht raus, weil es deutet sich gerade so ein bisschen an, dass der Entwickler schlapp macht. Aber es soll doch noch mal ein Anstoß rauskommen. Also nicht nur von Gerald Köhler, dieses This is Football, das kommt ja auch ziemlich bald sogar, sondern auch ein Anstoß. Ich glaube, es heißt ein Anstoß 2022. Und da bin ich in so einem Discord-Server, weil ich das über Patreon, nee, nicht Patreon, über Kickstarter mitgebackt habe. Und da sind sehr viele Fußballmanager-Freunde, auch Freunde des Starbite Super Soccer. Und da werde ich das auch nochmal dann, wenn es das irgendwo gibt, das auch nochmal kundtun sozusagen. Und dann auch, wenn der Sehr Interviewtext gerne. und so da ist, dass die Leute wissen, da ist noch mehr Informationen, weil ich glaube, da sind die ganzen Nerds alle versammelt, die alle diese Spiele von damals so lieben. Ja. Und da Spaß dran haben. Vielleicht mache ich doch noch einfach bei Blogspot nochmal einfach einen neuen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Na, eigentlich ist es einfach, ja. Also Ja. das ist ja eigentlich Es nur. gibt ja so viele Anbieter auch in Deutschland, wo man das machen kann. Ja. Ich selber halt, also ich hab halt einen Blog, den habe ich halt bei Google Blogspot, nicht weil es so toll ist, sondern weil ich es einfach seit Jahren da mache und nicht nach links und rechts gucke. Ne? Da geht es aber um Fotografie, also Genau, da habe ja, ich habe da. ich ja gefunden. Da hatte ich ja deine Ja, E-Mail-Adresse her. das ist komisch. Das finde ich total komisch. Ich habe mir nochmal selber eine E-Mail geschickt an die Adresse, die ist auch angekommen. Keine Ahnung, wo das untergegangen ist. Ja, also ich habe Ich es schon werde mal dann immer so rausgesucht, hellhörig, ja. weil ich denke nicht, dass da andere Sachen auch untergehen. Ne? Das finde ich dann immer so. Ja, das wäre in der Tat schade. Und ich dachte so, ja, soll ich da jetzt nochmal nachfragen oder hat er vielleicht doch keinen Bock oder so? Man will ja auch nicht nerven, ne? Ich will ja niemanden auf den Geist Ja. gehen. Ja, und das ist so ein feiner Grat zwischen dann irgendwann schon als Belästigung wahrgenommen zu werden oder doch nochmal nachzufragen, ob vielleicht einfach die E-Mail nicht gesehen wurde oder Ja, so, du ja. siehst ja, ich war ja selber so interessiert, dass ich ja sogar bei dir auf dem Blog nochmal bei Videospielgeschichten nochmal vorbeigeschaut habe und dann deinen Eintrag ja auch nochmal gesehen habe. Ne? Weil Ja. ich mich auch gefragt habe, kommt da jetzt nichts mehr? Und ja, und dann hat es ja geklappt. Hat ja dann Gott sei Dank
nach Überwindung aller Spamfilter, die es gibt, dann doch noch funktioniert, ja. Genau. Ja, da habe ich auf jeden Fall eine Menge aufzuschreiben. Ich bin mal gespannt, wie ich das mache. Es wird sehr lang, auf jeden Fall. Und das werde ich aber mit großer Freude auf jeden Fall machen, Ja, weil wenn du das. noch irgendwelche Nachfragen sonst hast, also kein Thema. Also ich fühle mich nicht belästigt, ich fühle mich Sehr eher schön. gebauchpinselt, ne, so ein bisschen Okay, jetzt, ja. klar. Also alles Wiedergutmachung für damals jetzt so ein bisschen, ne. Das ist auch hochverdient. Also genau, mit Starbite. Die sind ja dann irgendwann sind die dann ja auch eh dann wirklich in die. Ich glaube, diese Neugründung hat auch wahrscheinlich gar nichts anderes mehr rausgebracht als nur noch, glaube ich, dann nur noch so Zweitvermarktung eben über Softgold oder so. Das, was sie hatten, Black Winter und diese Spiele, haben die dann, glaube ich, einfach nur noch Zweit-, Dritt- und Viertvermarktet irgendwie. Das ist ja irgendwie, der eine ist ja dann später auch, oder diese zwei Gründer, die haben sich ja auch irgendwie entzweit dann und der eine hat dann, glaube ich, Phenomedia mitgegründet, das ist diese Moorhuhn-Firma gewesen, Ach echt, okay. die ja dann auch sensationell gescheitert sind mit gefälschten Bilanzen und allem wirklich allem, was man sich vorstellen kann und Gefängnis und also wirklich im ganz großen Stil, weil das war halt eine Aktiengesellschaft und da versteht das deutsche Recht nicht so richtig viel Spaß an der Stelle. Und das muss noch der Gute von den beiden Starbite-Leuten gewesen sein. Ich glaube, der andere war der Schlechte. Also, so liest es sich in Beiträgen von ehemaligen Mitarbeitern. Also irgendwo habe ich eins gefunden in unserem Forum, wo einer berichtet, der, glaube ich, nämlich so Umsetzung gemacht hat für die. Der erwähnt sogar Starbite, also Super Soccer an irgendeiner Stelle sogar, dass er so und so gemacht hat, wie dann später auch bei Starbite Super Soccer irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext. Aber die reden alle nicht so richtig gut über die Zeit. Ja, also du bist zumindest nicht der Einzige, der da Probleme hatte, offensichtlich. Ich glaube tatsächlich sogar, dass ich, genau, also wenn man so die Beispiele hört und was auch die Jungs von Stay Forever so ein bisschen nachher am Ende erzählt haben, da gibt es glaube ich noch viel, viel schlimmere Geschichten. Ne? Also da war ich da, letztendlich habe ich nur so ein bisschen, ja, ach, ist ja auch egal, ist ja auch wurscht eigentlich.